Account eingeloggt, Stefan? Nee, heute nicht. Ich wurde heute auf einmal irgendwie rausgekickt aus meinem Account. Nee, ich war heute nur bei No Skin drin. 111 719. 111 719. Yep. Ich glaube, das war wohl der gute Crispy, der dann Postfach leeren Ja, wollte. der gute Crispy, der braucht aber meinen Verifizierungscode, falls er sich da einmal anmelden will. Glaube ich nicht. Ich war schon Bei so oft drauf. dir ist die Anmeldung schon längst abgelaufen, Freundchen. Weil ich war ja auch Nee, zuletzt nicht. am Freitag drauf und habe heute wieder einen Code gebraucht. Ja. Naja, ich werde das Passwort ändern. Aber, ja, hat nichts persönlich gegen niemanden was zu tun. Es haben mehrere Leute mein Passwort, das ist das Problem. Und euch vertraue ich, aber es gibt auch andere Leute, die mein Passwort haben. Und ich möchte jetzt keine Namen nennen. Ja, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Solange es nicht der Cappy ist. Ja, ich bin gleich da. Oh, 2 Stunden Zeit, um hier richtig durchzurocken. Stefan, Ja. ja, nee, nix, Stefan, nix, Stefan. Ich wollte schon sagen, bitte nicht irgendwie auf die Deathmap gucken oder so. Ja, wir gehen online. So, so. So, wunderschönen guten Abend. Ich habe keine Musik an, das ist ein trauriger und sehr armutsvoller Stream. Hast du Discord noch an? Ja. So, ganz kurz. Perfekt. Jetzt kann ich den Stream anmachen. Heute Abend sind wir auf dem Account von Stefan. Ich bin nicht so gut gelaunt. Hat aber nichts mit niemandem zu tun. Außer vielleicht mit was anderem. So, was haben wir hier? Beautiful. Was ist das? Nee, nee, nee. Okay. Ich brauche heute etwas zum zu chillen. Das heißt, ihr werdet heute richtig chinesische, japanische Musik im Hintergrund hören. Okay, ich muss Zen werden. Ich muss Zen werden, weil der Black End ist sehr getriggert. Mehr als nur getriggert. Also, in diesem Sinne, ich würde sagen, wir fangen an. Wir fangen heute an bei Rang 11.180, das ist eine gerade Nummer, 1884 Punkte. Ganz kurz, bevor wir aber anfangen, möchte ich doch alle herzlich willkommen hier zum Stream. Wir haben heute. Siege läuft nicht. Guten Abend, Daddy. Wie läuft's bei euch? Wir haben heute Mod Crispy OP Bacon am Start, der es ins Turnier schafft. Guten Abend, aber nur eventuell. Wir haben den guten TD da Brain, Moin. der einen Fick auf dem Turnier gibt. Hallo. Und wir haben Stefan, auf dessen Account wir gerade sind. Guten Abend. Und
Oh, wir gucken mal kurz. Wir hatten ja. Der Crispy? Lass uns mal ein bisschen umruhen, bevor wir da starten, oder? Ja, genau. Wir hatten ja letztens. Was hatten wir letztens geruht? Die Tante hier, ne? Auf Despair, ja. Ja, guck mal hier, diese 8 Rest, ne? Die könnten wir ja rausmachen für. Ja. AP Flat oder sowas. Wobei, ne. Wie sieht ihr Lied aus? 55? Ja. Ja, dann macht sie mal raus. Aus den 8 eine 11. Ah, das meinst du? Ja, aber ich möchte eigentlich auch aus. Ja, sorry, aber. Ich meine 29 Speedrune. Ich hätte gerne 29 Speedrune. Ich würde alle 6 reinhauen. Ich. Stefan, du bist mir nicht böse, falls ich alle 6 reinhau. Nö. Jetzt ist es gerade ja mein Account, weil ich bin ja darauf eingeloggt. Boah! Nice. Ja, mach mal die 8 Rest raus. Ja, aber ganz kurz, falls wir die 8 Rest rausmachen, dann sind wir hier bei 41. Plus 55 sind wir bei 96. Ja, ich meine, höher grinden kannst du auch auf 11 drauf machen. So Rest-Gems braucht man doch sowieso nie. Ja, hast eigentlich recht. Ja, aber was bringt uns der Rest-Gem? Selbst falls du den jetzt re-gem. Ja, 3 höher, dann bist du gleich bei 100%, wenn du... Ich bin doch schon so bei 100%. 55 ist der Lead von ihr. Und wir haben 49. Ah, sorry. Ja, okay. Ich hab grad irgendwie gedacht 45. Nee. Das ist echt eine hübsche Rune, haben wir hier nicht. Puh! Oh, da hatten wir doch schon letztens einen draufgeknallt, ne? Aber sie braucht keine weitere Speed mehr. Ja, Death höher grinden. Ja? Oder sicher? Oder vielleicht sogar Attack grinden. Statt Death. Ja. Ja. Ja, wenn man 9 Stück hat. Ja, eigentlich, ich finde, Defense hat sie mehr als genug. Ihr ist bei 1500 Defense. Ich finde das schon ein bisschen viel. Ich finde 1100 Attack ein bisschen wenig. Oder hast du keine bessere Rune, also die Legi gerollt ist? Die schauen wir uns gleich mal an, aber ich glaube nicht. Warte mal, warum haben wir Speed mit. Speed mit HP, oder? Boah, die ist ja krass. Die ist echt krass, die ist pervers. Boah, die ist echt, Ja, das braucht's halt nicht mehr. Warte mal. Oh ne. Geh mal kurz auf die Sima, wie die aussieht. Ja, das machen wir jetzt gleich. Ich musste kurz die Musik leiser machen. Sima sieht eigentlich relativ gut aus. Ja, aber da sind die Reste ja verschwendet mit den 26. Du kannst die Runen nicht tauschen mit Eleonore? Warum sehe ich die Rune von Eleonore jetzt nicht? Weil du HP mit drin hast und es hat eingeschaffen, oder? Ich glaube, die Rune von Eleonore war eine Qual. The fuck? Hä? Ja, ficken nicht. Ich schaue mir auch nur Antike an. Ich bin doch hängen geblieben. Ah, jetzt gehen wir mal zurück auf Eleonore ganz kurz. So, jetzt. Komm HP wieder rein. Ja, aber die von Sima ist schon... Ja, die von Sima ist ja juicy. Ich meine, wir müssen ja den Chor spielen. Der Chor ist ja... Eleonore? Sima ist ein Flexpick, aber kein Chor. Die drei hier sind ja die Chor, ne? Ja, haben die drei. Haben wir Swift-Runen oder ein Swift-Set? Wir haben Swift-Runen, auf jeden Fall. Auf wen willst du es geben? Ist es allerschnellste? Ich glaube, wir können schneller gehen.
Drogen kommst du schneller, ja. Ja, ja, ja. Hier. Oh, ficken, ficken. Ja, sorry, nee, also das. Ja, ja, nee, das, sorry, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Hier eine 31 Speed-Rune. Ach, ficken, jetzt kommt das. Alter, so eine Rune, die würde ich gerne haben auf meinem Account. Brauchst du die ATC für irgendwas? Ich weiß jetzt da nicht. Muss mal gucken, auf dem richtigen, wo die ist. Ja. Weil wenn nicht, würde ich allein für die Effizienz der Attack reinmachen. Nochmal eine. Oh mein Gott, das ist eine 32er. Boah. Oh, was da? Warum nur plus 3? Boah, 34 Speed. Droppen wahrscheinlich die Grinds nicht. Ja, da hat er die Drake. Doch, das sind genug. Nee, da. Antik nicht. Bro. Zeig mal Wandlung. Was meinst du? Achso. Ja, nee, das ist eine perverse Rune. Also hier Res raus oder oder Crit Res eher. Ah, fick mein Leben. 29 Speed hier wieder und das ist auch eine 29 Speed. Zack. So, was haben wir hier? Eine 28. Hier finden wir doch sicher irgendetwas Schnelleres. Also, was haben wir hier? Die schnellste Rune hier ist eine 32. Eieiei, der gute Typ wurde gut bestückt hier mit heftigen Runen. Eieiei. Schauen wir mal, was ist hier die schnellste Rune? Sorry, ich muss das machen. Das sind so uncompleted Rune. Die ist da, aber sie macht eigentlich nichts. Mach mal da aus der Frostrune die ATC raus. Für was? Wir haben HP innate. Also für 11 ATC. Für 11 ACC, okay. Ja, Frost haben wir sowieso genug. Hier ist es. 8 oder 11, komm dran. Und gib 11. Ja, perfekt. So, ich glaube. Junge, was ist da denn los? Das sprengt ja die gesamte Skala. Was ist denn das schnellste Set hier auf diesem Account? 225. Wie lange hat er damit an die geruhen, ey? Hau rein. Holy fuck. Ich würde das Nemesis-Set erzwingen. Nemesis ist gut als Offset. Oder wie viel Speed verlierst du da? Ja, ich verliere genug Speed. 5 Speed. Wie viel ist da denn da jetzt drauf mit der Swift-Rune? 225. Nein, ich meine mit der ausgerüsteten auf dem Swap 3. 31 und die hier 26, links. Aber die hier kann 32. Die Swift-Rune links. Ganz gut. Stell dich nicht so an. Slot 3, das ist Slot 3. Die davor ausgerüstet ist, die jetzt ausgerüstet ist. Ach so, die ist 28. Ja, ist schon. Ja, aber sorry, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier eine 34 Speedrune irgendwie toppen können. Hier eine 29 Speedrune können wir auch bereits nicht toppen, habe ich geschaut. Ganz oben rechts ist doch eine. Ach so, oh. Ja, aber dann müsste ich hier aber für eine Dings gehen. Nein, ich meine ganz oben rechts die Nemesis-Rune. Oh, die hatte ich nicht gesehen. 28. Ja, eine 3 Speed langsamer. Boah, ficken. Das ist auch eine 34 Speed Rune. Boah, das sind echt perverse Runen. Ja, ich denke, das ist nicht schlecht. Ja. Also das ist das schnellste Set, das wir jetzt sogar noch mit Dingens erreichen können, ne? Ja, mit Nemesis schon gut. Hasi, tut mir leid, oben erste Reihe war eine Nemesis-Rune. Jungs, ich bin müde, ich bin getriggert, ja. Das ist das schnellste Set. So, das schnellste Set lassen wir aber nicht auf Ashe, oder? Weil wir wollen ja nicht mit Ashe contesten. Wir wollen mit Zimbala contesten. Oder sollen wir was auf Ashe lassen? Ja, Ashe boostet halt das ganze Team. Vor allem mit Eleanor ist das schon OP.
Stimmt, weil dann hat er die ganze Zeit S3 und S2. An sich keine schlechte Idee. Ich würde das sogar im Chor spielen, Eleanor und Ashir und ein Speedlead. Stefan, du hast so perverse Runen. Stefan, du hast so viele perverse Runen. Das ist echt nicht zu fassen. Sie ballern auf 100 Accurace, oder? Schau. Boah, nochmal eine. Willst du sie baller wirklich spielen? Ich will ihn als eventuellen Pick auf jeden Fall haben. Ja, dann schau mal lieber ATC auf dem S3 im Artefakt. Ist schon heftig drin. Ich meine, der hat 44. Hier haben wir auch schon Accurace. Hier haben wir Crit Damage. Ich weiß nicht, was hier Crit Damage macht, aber vielleicht ist das der Rune auf einen von den Schwestern. Es geht, mi amore, amore mio, buonasera, buonasera. Alles klar bei dir? Ich meine ja nur, mal gucken, was wir hier mit Speed und Accurace haben. Ja, wir könnten leicht erhöhen. Musst du eine Swift-Rune haben? Nö, warum? Du willst ja nicht die guten Quadrolls von Swift jetzt verschwenden. Das ist doch irgendwelche Offset Broken. Hast auch recht. Für eine blaue Rune. Ja, dann wüsste ich aber halt nicht, wo ich sie wegnehmen kann, weil hier, das ist eine der schnellsten Runen, das ist anscheinend die zweitschnellste Swift-Rune. Also wir schauen hier für die nächstschnelle. 31 mit 4 Accurace. Oder 29. Oder 29. Ja, hau die ein. Brauchst du die 31er? Hau die doch rein. Kannst du noch HP reinmachen für Crit Rate? Ja. Ich habe ein Set, das genauso schnell ist wie das. Ein einziges. Und das ist bei Stefan das zweitschnellste Set. Wie ungerecht. Ja, muss jemand mehr fahren? Ich fahre den ganzen Tag. Stefan, fahr mal bitte Riese. Bei dir kommen ja anscheinend die Swift-Runen ja, die regnen ja. Mach ich. Okay, dann haben wir zwei heftig, echt heftige Units. Was hatten wir letztes Mal? Wir hatten sie hier. Wir hatten auch häufig mit ihm hier gespielt und irgendwie, was war das? Sie kam als erstes, hat S2 gemacht. Ich glaube, Heigen auch. Auch recht häufig. Heigen auch. 274, nee, das war schon richtig. Der ist schon richtig. Dann kam. Aber wenn du so gute Swift-Runen hast, wieso spielst du dann nicht irgendwas mit Sonja? Haben wir ja auch. Weil ich die Sonja aber nicht gut. Er hat keine guten Crit-Rate-Runen. Ja, schau mal bei Crit-Rate-Runen. Warum hast du sie auf Crit-Damage? Weil ich sie auch manchmal mit Leo und Lucifer zusammenspiele. Ah, stimmt. Aber gut, Leo und Lucifer, das braucht man. Wow. Wow, okay. Bei Klinge? Okay. Ah, heftig. Okay, schauen wir mal alles. Jo. Mit Speed. Ja. Ja, Nemesis wird ja eigentlich auch gehen. Nemesis wird auch nicht schlecht. Vor allem hat sie auch noch Attack hier. Ja, probier mal Swift Nemesis. Ah, da müssten wir aber. Ja, das ist. Ja, bei Swift kommen wir hier in Nemesis ganz kurz mit einer Attack, weil Swift habe ich schon geschaut. Ja, der lässt aber nach. Swift mit Attack.
Ja. Und was ist mit so einer Joker-Rune? Hast du da was? Achso. Vermutlich nicht, da sind nur 10. Nee. Wow. Nein, leider nicht. Aber ich meine, ich finde diese Rune hier nicht unbedingt schlecht. Wo ist denn die? Diese Rune hier finde ich nicht unbedingt schlecht. Dann könnte man hier auch nochmal statt eine schöne Swift mit Attack machen. Ah, Crit Rate braucht sie. Uiuiui. Oh ja, was mehr? Das. Wow. Schau mal Attack mit Speedsub. Also umgekehrt. Serious? Ja, nee. Und bei Nemesis? Ja. Lässt zu wünschen übrig. Ich meine, an sich, ja, gut ist er nicht, aber schlecht ist er auch nicht. Ja, er hat eine Effizienz von einer blauen Rune, okay, ja. Ja, notfalls noch Crit Rate für die Flat HP. Ja, aber Crit Rate braucht sie ja nicht, die ist ja im Over Crit Rate. Hier könnten wir auch noch schauen, ich meine, wir könnten die ja übelst schnell machen, weil. Ja, ich meine, ja, sowas hier würde ja richtig gut reinpassen, ne? Ja, nimm mal. Was ist denn das? Ist das ein Saga auf Swift? Ja. Aus welchem Grund? Weil ich die Swift-Runen noch übrig hatte. Er wollte ihm einfach Runen geben, denke ich. Ja. Die passt viel besser. Ja, ich meine, warum willst du Sibala reinpicken, wenn du einfach mit Sonja jemanden rausnipen kannst? Ja, okay, hast recht. Wow, okay. Hier kriegen wir aber safe eine Nemesis mit Attack rein. Nee, geh so schnell wie möglich. Schauen wir bei Nemesis auf den anderen Slots. Ich finde die ja nicht schlecht. Sag mal hier, was haben wir hier auf Speed? 26, das ist mit der 28 nicht zu vergleichen. Ne, also ich würde eher hier gehen. Und auf der 5 war nichts, oder? Auf der 5, was hatten wir hier mit Speed? Ja, nö, haben wir nichts. Aber hier auf der 1. Ja, aber die Swift-Runen sind da doch besser, oder? Ja, sorry, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Swift-Rune hier besser ist als die hier. Ja, nicht diese, aber insgesamt sind ja Swift-Rune besser. Die Swift-Rune sind auf jeden Fall besser. Irgendwo. Ja, Attack wäre auch nicht schlecht. So etwas. Aber dann fehlt mir immer noch eine Rune. Ich persönlich würde ja jetzt die hier reinklatschen, ne? Aber mir fehlt dann eine Rune. Die hier kann ich nicht verbessern. Die hier können wir nicht verbessern. Das hier können wir sowieso nicht verbessern. Und das hier haben wir auch geschaut, können wir nicht verbessern. Das heißt, es bleibt nur noch die 1 übrig. Ja, weil die ist schon recht schnell. Die ist schon recht schnell. Meine Sonja ist plus 196 und wenn ich sie brauche, dann liefert sie. Ich würde darauf achten, dass die so um die 2000 Attack hat, damit sie auch was one-shot. Ja, dann gehen wir auf Nemesis auf Attack. Schau mal auf dem Slot 2 auf Nemesis, ob da was ist. Mit Speed und Attack? Ja. Ja. Ist die Swift-Rune von Tiana aber besser, oder? Mhm. Ja, ich meine, wir könnten ja hier die Akku. Nein, wir haben hier Attack schon drin. Aber wir sind hier nicht komplett fertig, ne? Das hier können wir noch. Ja, wir haben 10 Stück. 6 Stück, sorry. Wir haben 6 Stück, 5 Stück haben wir noch und einer geht auf jeden Fall. Ah, da ist er ja. Also, sorry, dass ja, ich dazu. Mach die ACC noch raus. Jetzt hören uns aber Crit Rate, merke ich gerade. Ja, lass erstmal so. Ja, aber was? Die Slot 1 kacke. Nee, lass die Rune erstmal so. Okay, und die Slot 1?
Ja, die ist kacke. Für eine bessere Swift, okay. Weil du hier unbedingt eine Swift drauf haben willst. Was war das mit von Ashia? Nee. Nö. Nö, leider nein. Ich meine, wenn du von Ashiel nehmen willst und da Attack reinmachst, wäre die schon nice. Und dann einfach Ashiel 2 Speed runterdrosseln. Ich meine, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass wir mit so einem Ashiel ins Guardian 1 ohne Probleme kommen sollten, ne? Aber wir kommen immer noch nicht mit der Crit Rate hin. Ich glaube, wir können diesen Crit Damage hier rausnehmen, oder? Für Crit Rate. Ja, die Crit Rate sind kein Problem. Ich würde nur schauen, dass du an die 2000 Attack dran kommst. Ja, das wird ein bisschen schwer mit. Okay, ganz kurz. Okay, ja. Sind denn Artefakte schon mit Attack? Schauen wir mal. Leider ja. Sieht nicht so gut aus. Sieht überhaupt nicht gut aus. Hier 14 Attack, ja. Ja. Hier 19, wobei wir hier ein bisschen höher können und hier. Ja, an sich kann so ein bisschen langsamer werden und dann mehr Attack halt. Was war ja. Slot 4? 5? Slot 5 hatten wir die hier drauf. Ja, da findest du bestimmt was Besseres mit mehr Attack. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja, oder auch nicht. Schauen wir mal hier nach Attack, statt nach Speed zu schauen, oder? Gar kein Speed ist auch nichts. 14 Speed ist auch was. Mit Crit Rate. Ja, aber für 10 Attack? 15 Speed willst du opfern für 10 Attack? Nicht unbedingt 10, ne? Das wird ja ein bisschen mehr sein. Nee, hör auf mit so einem Quatsch. Dann schau mal lieber. Oh, ja, boah. Warte mal. 19 Attack, 20 Speed. 9 Speed für. Dami, kannst du schlafen? Buonanotte, Siena! Sorry Jungs, jetzt. Ja, du schaust bei Slot 1 wirklich auf Attack. Ha? Sicher. Außer ich schaue auf Slot 1. Ist schon ordentlich. Ich finde auch die Speed relativ gut. Ja, nimm doch die erste Runde. Kannst du die anderen wieder erstellen. Es fehlt noch 9 Crit Rate. Ja, die 9 Crit Rate, die kriegen wir hier durch diese. Durch das Damage hier rausmachen. Ja, 5 Stück, so viele hätte ich auch gerne. 5 Stück haben wir. Und Attack, wir könnten hier noch. Ich meine ja nur, ne? Das ist eine 29 Speed-Rune. Woanders könnten wir das hier nicht reinklatschen, weil die hat das schon. Ja, Crispy? Hau drauf, ja. Ne? 3% sind 3% und die kriegen wir jetzt auch. Der perfekt. Crit Damage raus. Bei der hier? Ja. Das sind 8, hier sind 10 Reihen. Was haben wir hier eigentlich? Da kannst du eigentlich. Hier könnte ich eigentlich Crit Damage reinpacken, oder? Nee, das auf jeden Fall nicht. Entweder Crit Rate höher oder du machst die ACC raus und machst noch Def rein. Ja, ganz kurz. Ja, aber das ist. Ja, mach das mal raus. Hier machen wir ja die Crit Rate rein. Und wir kriegen hier jetzt einen 9er direkt. Motherfucker. Wir kriegen jetzt einen 9er. Oh. Ich meine, ich kann hier noch weitere Legendäre reinmachen oder ich mache den hier raus. Was sagst du? Sag mal die Stats.
Ja, gute Frage. Ja, Stefan, warte mal. Ja? Oh, nein, 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 nein. Wenn man halt wüsste, dass da ein Neuner kommt, dann... Dann würde ich da alle sechs reinballern, ja, aber ich weiß es ja nicht. Man munkelt ja nur. Du brauchst halt einen Neuner. Jetzt kommt ein Neuner rein. Neuner geht rein. Boah. Stefan? Boah. Das ist enttäuschend. Stefan. Believe. Okay, der Brain hat's gemacht. Boah, der Brain. Oh Gott. Boah, das ist richtig unbefriedigend gerade. Ja. Ubabo Crit Rate. Ich würde sagen, 99 ist gleich 100. Kannst du da kannst du doch noch was machen. Ja, aber keine Crit Rate rein. Ja, die ACC für, willst du hier Defense rein? Oder Attack Flat? Und die Attack auf, ja, ich würde sogar wirklich Flat Attack reinmachen. Wunderschönen guten Abend, Matthias. Dann ist das die Sonja-Rune. Ah, komm schon. 2 Milliarden Mana, das hatte ich gar nicht gesehen. Komm schon, Bruder, was ist denn das heute Abend hier? Ich bin schon gebrochen durch Dings und jetzt werde ich hier auch noch gebrochen. Ganz oben. Für die Accurace? Ja. Im Endeffekt könnte er noch die Attack wieder rausgrinden und hier Death reingrinden. Er könnte hier wieder Accurace reingrinden. Oh, das sieht... Ich meine, ich nehme mir mal den Spaß raus. Keiner verwendet Attack-Dingens hier. Passt. Okay, ein Attack mehr haben wir rausbekommen. Also das ist schon eine heftige Sonne. Zeig nochmal die Runen, ob man da noch was grinden kann. Nö. Nö, also Attack-technisch sicher nicht. Hier könnten wir sicher noch Defense rein. Ja, das reinpacken. Mach auf jeden Fall machen. Die Defense hier rein. Ich würde sogar... eigentlich schon Defense rein für ACC. Warte mal, wie, du hast mich auf Instagram gefunden. Marcel Anubis, hast du Erfahrung mit der Dark Triss? Habt ihr... Ganz kurz, kann jemand mal diesen Post hier löschen? Ich hatte damals extra mein Instagram hier rausgenommen. Also jetzt... Cookies erlauben, Cookies ablehnen. Sag mal, wo hast du mich denn gefunden? Ja, der sieht ja echt so aus wie ich. Kann man das drin lassen? Ja, okay, so einen langen Bart habe ich nun auch nicht. Und ich habe keine blaue Jogginghose. Filippo Dattillo, okay. Matthias, ich dachte, du hättest mich echt gefunden. So, jetzt. Was ja, hat jetzt wieder raus. Für Defense? Ja. Man könnte ja auch Damage reinmachen. Ich sag hier nur. Boah, belastend. Serious? Ich schmeiß hier keine Legendäre drauf oder so. Gibt's einen legendären Death? Nein. Hey, da sind doch zwei. Ach, Crispy, jetzt halt doch den Mund. Ja, okay, der geht auf 11, komm jetzt. Direkt in den legendären. Ja, wir machen erstmal Lilla hier, perfekt. Weil dann gibt er mir den 5er und dann gibt er mir direkt den 10er. Erfahrung. Okay, 8, siehst du? Erfahrung. Erfahrung mit Black End. Nee, ich schmeiße keinen legendären drauf. Ja, da... Was ist denn mit der Slot 6? Da konnte man nichts mehr machen, oder? Die hier kann man nicht mehr retten, nein. Ja, das ist die Frage. Also eigentlich müssen wir auf dem Slot 2 die Crit Rate höher machen. Für
Für einen einzigen Crit-Rate. Ja. Ich sehe es jetzt schon. Wenn es drauf ankommt, dann ist da wieder ein Non-Crit. True. Ich kann es machen. Wir könnten aber hier auch Flat Attack rein. Ah, oh, ne, Flat Attack ist keine Möglichkeit. Ganz kurz. Wir brauchen einen einzigen Crit. Ne? Ich meine, wozu hat er diese blauen? Ah, siehst du, da kommt der Motherfucker raus. Echt, ey, echt, echt. Die... Das ist nur so hoch wie es muss. Dieses Spiel will mich doch verarschen. Ja, ich finde die Artefakte scheiße. Mach die Crit Damage raus auf dem Slot 5. Für was? Flat Attack. Vielleicht hat er die ja auf seiner Tiana. Ja. Aber wie viel Attack hatten die jetzt? Also wenn sie eine 2000 hat, würde ich da Flat Attack noch ein. Der hat beinahe 2000, da fehlt gerade mal noch 20, es fehlt da 20, 30 Attack. Ja, der hat sie perfekt auf seiner Tiana. Da Brain 100 Punkte. Aber Flat Attack ist auf Tiana jetzt auch nicht so schlecht. Damage ist auf Tiana besser. Crispy, du kriegst die Flat Attack kriegst du nicht rein, nur um eine perverse Sonja zu machen. Die Sonja ist pervers genug. Da fehlen 30 Attack, um auf 2000 zu kommen. Schau dir mal die Artefakte an. Hier holen wir jetzt Damage raus. Was ist das? Oh, die sind beide richtig scheiße. Ja, deswegen. Ich meine, sie haben eine gute kritischer Schaden, umso niedriger. Das ist schon heftig, ja. Diese Artefakte ja, hier ist schon heftig. Aber auf einem, halt. auf etwas anderem. Und du möchtest höher, umso höher ist. Aber auf was wir hier gehen eigentlich, wollen wir hier nicht Schaden machen. Crit Damage des ersten Angriffs ist das Beste. Erhöhter Schaden, Crit Damage des ersten Angriffes. Okay, den finden wir nur auf dem zweiten. Und was haben wir hier? Wir haben hier 21. Ist das ja, nicht pervers? Ja, merken wir mal. Was ist mit Edna? Und Skill 2 Crit Schaden. Hast du da irgendwas höheres vielleicht? Ja, ich pack erstmal den hier drauf. Weil wenn wir mal vorübergehend ist drauf, das erste. Ja, weil hier können wir immer noch was rausgrinden. Und dann schauen wir mal hier. Erhöhter Schaden auf S2. Nö. 15. Ja, dann war's das schon. Ja, das war's. Also, aber den ersten hier. Müsste hier dann nicht eigentlich Schaden durch Bombe, Crit-Schaden umso höher? Einzel-Crit-Schaden in deinem Zug, müsste es dann nicht der hier sein? Das hat aber miese Rolls. Kannst aber mal schauen. Ja, nee, dann schau lieber Crit-Damage umso höher. Schau mal, was es da gibt. Ja. Also ich finde ihn hübsch. 12, 12, 18, 24. Digi, das ist ein Max Quad, ein Max Triple. Dann hast du hier noch Schaden auf Wasser. Das ist zwar low. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ne, ich finde der hier. Das war's. Ja, oder doch lieber Damage auf Element. Aber auf welches Element? Irgendwas, wo die Lines gut passen. Keine Ahnung, Wasser, Wind und dann irgendwie noch Crit Damage umso höher, was dabei ist. Okay, dann schauen wir mal einfach nur auf Crit Damage umso höher. Schauen wir mal von hinten. Angriffskraft brauchen wir nicht. Speed-Erhöhungseffekt wäre nicht schlecht. Schaden und Feuer brauchen wir nicht. Crit-Rate, okay, alter Arti. Wow, Nein. So, wir haben hier nichts. Ich schau mal erhöhter Effekt auf. Ich schau mal Wasser und Wind. Wir machen ja den Avatar. So, wir haben Wasser und Wind 7 und 9. Und Crit-Schaden umso niedriger die HP. Nein. Wir haben hier. Ja, nee. Crispy. Die Artefakt ist gut. Ja, aber kannst du kannst ja noch grinden. Ja, den hier. Was wollen wir hier anstelle von diesem zusätzlichen Damage von der Defense? Ja, schau doch mal, was kommt. Was haben wir denn hier? Mal gucken. Nur mal gucken.
Nur mal gucken, was wir hier haben. Schaden auf Wind hätten wir hier. Okay. Einzelkrit-Schaden 2-6%. Das könnte es auch sein in deinem eigenen Zug. Nee, das ist aber kacke. Aber warum? Ja, weil 5% Crit-Damage ist doch beschissener als 8% Schaden auf Wind. Das sicher, das sicher. Und wir haben 5 Damage auf Dunkel. Ich meine, wie häufig kriegen wir einen Dunkel in die Fresse? Okay, 3%. Wir bleiben auf Dunkel. Mit 5%. Okay, Wind. Wir brauchen Wind. 4% auf Dunkel. Kriegen wir auch 100% Wind? Am besten 4-8%. 6%. Minus Schaden von Wind. Okay, perfekt. Schaden auf Wind 3%. 3? Das ist der Low Roll des Todes. Psst. Schaden mach, durch. Mach. Roll da noch bis 50 hoch. Lebensentzug 6%. Das ist der Low Roll des Todes. Was der Stat überhaupt noch drin ist, ey. Ist echt so. Schlechteres gibt's nicht. Erhaltener Schaden von Wind schon 3-mal. Ja, nee. Nee, mach die besondere Umwandlung. Ja, besondere Umwandlung und dann? Schaden auf Wind rein. Ganz oben. So, nur Feuerschaden auf Wind. Schaden auf Licht hätten wir auch noch. Zählt stehen Backen. 8, perfekt. Super. Den hier wollen wir auch austauschen. Ja, das oberste raus. Was wollen wir da rein? Eigentlich S2 Damage. S2 Damage. Also das ist, haben wir das eventuell? Schau doch erstmal, ob es kommt. Ja, das machen wir ja gleich. Wir hätten es nicht mal. Doch. In einem blauen. Also, wir brauchen jetzt 9-12. Schaden durch Bombe ist schon mal besser. Ja. Sie bombt zwar nicht, aber ist schon mal besser. Erholung, hier haben wir sogar noch einen Roll drin. Wenn du sie mal auf Vampir bauen willst. Dann. Wenn du sie mal auf Vampir oder mit dem 3, dass du willst, dass deine Passive besser funktioniert. Speed-Erhöhungseffekt, ich weiß ja nicht. Attack- und Death-Erhöhungseffekt. Aber Speed-Erhöhungseffekt mit Aeshir wäre doch auch was Lustiges. Ja, gut. Ich sag ja nur. Also wir ruhen jetzt eine Dreiviertelstunde Sonja und am Ende wird jedes Match gebannt. Einzel-Crit-Schaden 5% an einem Zug. Ja, ist super gut, ja. Ist schon mal besser, aber wir wollen S2 Damage. Okay, noch einen einzigen. Stefan denkt sich, ich gebe diesem verdammten Glatzkopf nie wieder meinen Account. Der verballert meine ganzen Steinchen, der verballert mein ganzes Mana und ruht meine Monster komplett um. Crispy, es wird Crit Schaden. Der hier. Bitte neu. Das Einzelziel Crit Damage ist auch gar nicht so schlecht. Ja, jetzt auf einmal, ne? Ich meine, das funktioniert ja auch für den ersten Skin. Ah, jetzt erzählt er mir hier was. 6. So, fertig. Da hätte ich lieber die 5% gelassen. Jetzt hältst du die Backe. Hast du mal gekickt, ob der Wassercookie schneller ist als Sonja? Wassercookie. Plus 200, 311 und Sonja ist bei 16. Muss schneller. Das Problem ist, der Wassercookie hier ist auf. Stefan, bist du aber noch da? Wassercookie würde ich gar nicht erst spielen. Ja, ich um ehrlich zu sein auch nicht. Weil wenn die beiden gepickt werden, wird sowieso. Ja, keine Ahnung. Der Wassercookie hat kein Damage und. Nee, dann lieber ein Ash hier rein. Ja. Der hat auch noch Damage drin. Optimier mal lieber noch den Ash hier, der hat mir noch nicht gefallen von der Attack und sowas. Ja, braucht man da die ACC? Ich denke ja, aber wir schauen mal ganz kurz. Ich finde es halt einfach nur scheiße, den Ashe auf Off-World zu haben, falls es irgendjemand, ja, falls es ein Leo ist. Sie hat sie. Stefan?
Und schau mal, wie da wollte ich das schon gerne drauf lassen. Klick mal auf das Bildchen von der Liu Mei. Was sagst du, Stefan? Ich würde es schon gerne drauf lassen, das ACC. Okay, easy. Hat's gesagt, das wird so bleiben. Sorry, Stefan, falls ich deinen Account komplett kaputt mache. Bruder, Sub-Button seit 2 Jahren suchst den schon, da ist aber noch da. Kein Tourney, ja, perfekt, Bruder, was soll ich dazu sagen? Ich lass mich da drauf nicht ein. So, Crispy. Ich möchte. Es hier ist hübsch. Ich könnte mir hier, ja perfekt, siehst du, 7er ist reingekommen, hier braucht man nichts zu machen. Da hätte ich zum Beispiel die Defense höher geplant auf 11. Und die Flat HP lässt du drin. Statt hier Attack reinzumachen. Ja, oder Attack rein, wie du willst. Auf jeden Fall hätte ich irgendwas gemacht. Ja, ich persönlich hier ist. Warte mal, das ist eine legendäre. Das heißt, einer ist in Accurace und 3 hier. Boah, das ist perfekter Match. Also, auf Swift-Runen, die über 26 Speed sind, würde ich generell immer ein Legi grind. Na dann. Dann sind wir so arm, dass wir hier mit einem lila Steinchen draufgehen. Aber perfekt, wenigstens durch. Gut durchgekommen. Ist kacke, die Rune. Ja, super viel Stats, wobei. Ja, aber du brauchst das eigentlich. Hier einer, hier, das ist eine lila Rune, okay. Brauchst eigentlich ein bisschen mehr Crit Rate. Du hast genug HP. Wäre das dir eventuell nicht schon ein Upgrade? Crit Rate, so hast du genug HP, dann schauen wir mal nach Crit Rate. Ja. Ich denke, eine legendäre finden wir jetzt schwer. Ehrliche Meinung. Die hier reinballern und werten die Crit Rate. Aber ich finde Stats persönlich durch Additional Damage viel besser. Und er hat jetzt bereits Additional Damage. Ja, die muss man auch verbessern. Thema nach HP und Additional Damage pro Speed. So, 110. Was hat er hier drauf? 98, aber hier hat er auch noch andere Sachen. Sag mal das linke Arti. Also ich meine, das vom Ash hier ausgerüstet. Ich finde das linke besser. Ja, sag mal das von Tablo. Ne, das linke ist immer noch besser. Ja, lass mal so. Könnten halt auch HP 0,4,5 hochgrinden. Könnte man machen, ja. Hat man das rechte Art, das ausgerüstete? Das ist das der. Ich finde. Ja, der passt zwar zu Ash hier, aber ja. Weil ich bisher nichts Besseres gesehen habe. Aber was ist, falls wir hier HP wegmachen und auf alles schauen? Ja, vielleicht doch was anderes. Nö, wird nicht unbedingt besser. Nö. Okay. Ich finde den hier besser als hier rechts, als hier links. Und das ist schon Attack. Zur AP und zur Defense. Ja, komm auch rein. Ja, finde ich auch. Aber das Death kann man auch größer machen.
Ja, Crispy, aber ich brauche heute Abend auch noch Content, deswegen machen wir jetzt ein paar Angriffe. Umrunen ist Content. Und, ja, auf jetzt meinem Account wäre es Content. Du hast doch nur zwei Units jetzt gebaut. Mehr brauche ich ja auch nicht. Du hast ja nicht mal einen Moor gebaut, da fehlen doch vier Runen. Warum hat eigentlich Killer Moor brauchen wir nicht? Warum hat Killer eigentlich die Gilde geliefert? Ich habe mir den Stream nicht angeschaut. Erzählt mal. Oh, Habibi, Boyka, Bruder, wunderschönen guten Abend, mein Lieber, wie geht's dir? Erzählt mal, warum hat Habibi, der Killer die Gilde geliefert? Wie geht's dir, Bruder? Du Guardian 3 Spieler, wenn du mir Kämpfe schickst, ich denke mir immer, wie macht er das? Wie macht er denn der Typ das ohne irgendwelche heftigen LDs? Ist der Guardian 3 der Typ? Wie macht er das? Hab keine Ahnung. Ashia Sonja. Direkt Ashia Sonja. Ja, probier das. Eieiei, Crispy will hier direkt aufs Äußerste gehen. Nachdem er so lange umgeruht hat. Das Echte, jetzt wollen wir die auch in Action. Boah, was hat der Typ denn vor hier? Der Moor wäre halt jetzt noch gut. Speed Lead Strip. Ja. Den wolltest du aber ja nicht runen, ne? Und ja, unbedingt Content liefert für den Stream. Jetzt pickt er uns selbst den Moor weg. Okay, ich frag mich jetzt nur ab. Was ist, falls wir die Tante hier bannen? Shizuka? Mach doch den Wetschat weg, dann hat er nichts. Der hat einen Speedlead, der hat ihn hier. Ja, aber dein Ashe ist doch ohne Speedlead sogar immer noch schneller. Und was willst du rein? Den hier. Ich kann Feuer in zwei Wasser, weil sie. Das ist perfekt. Ja, passt schon. Ja. Ich find's gut. Weißt du, der Brain steht immer hinter mir. Der Brain. Er stützt mich jedes Mal. Mich fuckt die Shizuka ab. Deswegen wollte ich die Shizuka bannen. Crispy sagt aber, ja, passt ja schon. Ja, was passt da genau? Oh, nur die ist auf. Oh, okay, das speedet uns aus. Passt schon. Du hast Glanz im Bruder, vergiss das nicht. Shizuka, ne? Wegen der Bombe? Ja. Dieser Videoproc, ja, du kannst revengen so viel wie du willst, Bruder. Jetzt in dein Eck. Hopp. Geh ins Eckchen. Und dann bleibst du dann auch. Oh, da trifft's. Guck mal. Was dann? Deathbreak? Motherfucker, mach doch irgendwas. Wieso denn S1? Ich finde S1 hübsch. Willst du jetzt S3 sehen? Willst du S3 sehen? Der will S3 sehen. Mach mal den hier. Was dann? Oh, jetzt macht sie das, was sie machen soll. Quatsch. Oh, egal, der ist drauf. Jetzt können wir boosten und dann haben wir ja wieder. Ne, wir haben nichts. Der Proc. Ist das eine Passive? Ja, vielleicht. Quatsch. Oh, falsche Unit, aber der Proc. Okay. Ah, kriegen wir den Stun? Er kriegt alles. Ja, wir machen den hier, weil im Endeffekt wir kriegen ja gleich wieder den Angriffsbalken voll. Und Hammer, GZ zu Tyranny und so. Ihr seid OP. Set zu Tourney und so. Ihr seid okay. Ah ja. Ja, okay, das ist. Hä? Wie, wo, was? Ja, geht's jetzt zu Tourney und so. Ihr seid okay. Wir sind nicht okay. Wir sind nicht okay. Auf dem Moor noch eine Rune. Oh, shit. Ja, zu spät. Warum sagst du das nicht früher? Aber warte mal ganz kurz. Der Moor auf Swift. Nee, wenn schon, will ich ihn auf Vio haben und dann auf Additional Damage. Aber einen Moor auf Swift, das
spiele ich damit. Nee. Sag lieber Niki OP. Stehe gerade bei 1951. Boah. Wo ist Sonja? Let's go. Chill mal. Erstmal ich hier. Ja. Sollen wir hier damit rein? Ja, der Oliver. Ja, ich glaube, der Oliver, der macht's hier. Der macht's hier safe. Wir haben dann 33er Liter. Und falls er jetzt nicht den Oliver bannt, der muss den Oliver bannen, ansonsten Oliver solo den. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der so Oliver ihn hier nicht solot. So, wir bannen die Edna. Ja, würde ich auch. Immer noch auf Outspeed, okay. Zumindest versucht das. Okay, perfekt. Sorry, Bruder, mit gleich schnellem Speedlead bin ich zu 100% schneller als du. Ich verwette mein linkes Ei drauf. Meinst du? Ja, sorry. Also, ganz kurz, wir sind hier im C3-Bereich. Seit neuem hat auch noch dieses P-Scheiße da aufgemacht. Hier sind keine Leute mit einem 330er Speedset. Und der Bajana ist da. Jemand muss mir heute Abend auf den Sack gehen. Oh. So, was machen wir? Hauen wir den John Pong raus, oder? Den John Pong. Den John Pong. Und weg. Wow. Such dir Freunde, John Pong. Guten Abend, Bayerner. Oh. Ja, Hammer, OP. Ja, ich bin da. Ist Crispy D? Ja, Crispy ist da. Crispy der ist leider da. Wir machen das so, Crispy. Jetzt beruhigst dich, Peter, okay? Ich mir jetzt hier nicht. Oh. Und jetzt macht der S3. Passt. Hammer, ich habe leider gerade auch keine Ahnung. Ich habe seit 7:30 nicht mehr reingeschaut. Ja, guckt dich an. So, sehr gut, das dann. Jetzt macht der S3. Mit Glanzig. Mit Glanzig. Und er trifft alles gut. So, wir machen den hier. Wir hauen den mit S1 runter. Jetzt wäre der Crit-Damage, so wie Crispy vorher gesagt hatte, viel besser. Hat er recht. Aber ist egal. Wir hauen den jetzt weg. Guck mal. Bam, bam, bam. Ab dem Punkt macht das Sonja solo. Ja, das würde ich auch behaupten. Zack. Wie sieht meine Excel-Datei? Nö. Zack. Deathbreak. Moment. Boah, ist das klein. Boom. Motherfucker. Und jetzt? Ja, ich seh's. Aber die gelben BKs, die ich markiert habe, sind die, die euch retten können. Also zum Beispiel aktuell für Joker gegen Chowman und ZCC ist Rang 2. Dann werdet ihr wieder drin. Das ist der aktuelle Stand wiederum. Ja, komm, lassen wir uns einfach überraschen, oder? Meiner Meinung nach, persönliche Meinung, ihr seid im Turnier dabei. Also ein Erstplatzierter, der auf dem 26. Platz ist, sollte im Turnier dabei sein. Blacky? Verzähl. John ist 28er. Das ist jetzt ein Weltenunterschied. Ne? Jetzt schließt ihr aber Guardian 1 ab. Ja, aber öffne mal meine Excel-Datei, das ist der aktuelle Stand. Digga, 28, 26, erster Platz. Ab dort ist man automatisch Top 20. Punkt. Also, Chris, ihr werdet, wenn gut läuft, Rang 20. Habt ihr jemals einen Ryu auf Damage gesehen? Nö, ne? Das gibt's nicht. Damage? Nee. Aber auf Crit Rate? Nee, würde ich nicht machen. Crit Rate nicht? Warte mal, ich hab. Defense, HP. Was haben wir hier auf Wille? Mit Speed.
PHP, Attack. Da hätten wir eine Attack, aber ich finde meine ich so wieder viel besser. Speedhub PHP, Ryu oder Speedhub Attack? Schon eine Attack-Rune. Schon eine Attack-Rune. Okay, na, dann machen wir mal hier eine Attack-Rune. Dann ist es die hier und dann schauen wir mal hier auf Ryu Speed mit. Wir brauchen auf jeden Fall Accurace. Boah, die ist schon pervers. Die ist überhaupt nicht pervers. Die ist auch nicht pervers. Auch nicht pervers. Nicht pervers. Die ist pervers. Zweiter Round 70. Kriegen wir den noch in. Hast du auf Slot. Hast du doch keine Tech-Rune? Ticken schneller. Jetzt beruhigst dich mal bei einer. Fuck, wir kriegen den Ticken nicht schneller hin. Außer hier. Achtung, Achtung. Jo, mit Speed. Hier hatte ich nämlich nicht die schnellste genommen. Das ist ja wieder die schnellste. Ich persönlich würde es ja so machen. Ich persönlich würde ihn ja so machen. Ich persönlich finde ihn ja auch hübsch. Wow. Wow. Ja, die Bombe ist gut, ja. Das ist, ja. Erhaltener Schaden von Wind wegmachen? Ja, ich glaube ja, weil Schaden auf Feuer ist auf jeden Fall gut. Ja, wir haben hier. Nein, das ist nicht auf meinem Account, das ist schnell auf meinem Account. Wir hätten hier eigentlich alles, was wir brauchen. Ich meine, ja, ich kann. Additional by Attack rein. Bitte? Additional by Attack. Ja, ne, ich mach's direkt rein, ich brauch da nicht lange nachzuschauen. Du hast ein Lilanes, Bitte, was für ein Lilanes? Oh. Crispy, ja, nein? Ja. Für erhaltener Schaden von Wind. Ja. Ich finde auch, der Schaden auf Feuer ist um einiges besser. Ich würde ja eigentlich immer bis zu den 50 Steinen normal. Ja, perfekt. Was er heute würde, Schaden durch Bombe würde ich wegmachen, weil Speed-Erhöhungseffekt könnte er sogar von links profitieren. Ja, mit Escher. Ja. Ich finde ja die Bombe ist schon ein bisschen besser auf ihn. Das passt ein bisschen besser. Schaden durch. Das finde ich geil. Falls wir da einen Rauch reinmachen, dann hat. Crit-Schaden. Zumindest etwas, wovon er wirklich profitiert. Ja, Attack. Falls wir doch mal irgendwas mit reinnehmen. Crit-Schaden ist. Oh! 9%? Das ist schon hoch. Ich sag mal nur. Nö. Die 4% ist immer noch besser. Komm, additional bei AP. Ja, das wäre jetzt richtig geil. Oder Attack. Accurace. Nee, additional. Ich meine, additional Damage bei Attack. Ich mach den Additional Damage bei Attack, der hat Attack drin. Perfekt, 4%, perfekt. Oh, der sieht hübsch aus, der sieht hübsch aus. Jetzt ist ein junger Vater, der sieht hübsch aus. Auch finde ich die Accurace nicht hübsch, aber egal. Rius drückt sowieso nicht, er ist hier nur zum Abschrecken da. Wir haben den ersten Peiniger hier. Was ist denn das für ein Bild? War vorhin auch schon einer. Der mit 3 Wasser-Units. Ja? Hast du Carlos gebaut? Den kaputten Carlos, der ist gebaut. Aber der ist eher Anti-Leo.
Ich meine, du kannst, wenn dann jemand Vanessa oder irgendwas mit. Du kannst immer einen Carlos reinpicken. Dann killst du eine Unit oder dann killst du die einfach nochmal mit Carlos. Ja, aber dann musst du killen. Und als CC-Cleaver wirst du eigentlich nicht so schnell eine Unit killen, dass Carlos überhaupt irgendetwas macht. Oh, wir haben aber jetzt den hier entruhnt. Das heißt, wir müssen eigentlich mit der hier spielen. Aber bei so vielen... Ja, komm. Ja, okay, Bruder, jetzt fuckst du mich aber ab. Und was soll denn dieser Hardcounter direkt am Anfang? Jetzt mit Sonja. Ja, jetzt eine Sonja rein, Bruder, jetzt. Der wird sowieso Sonja bannen. Ja, jetzt die Isis rein. Jetzt die Isis rein und dann kann er Eier lecken. Also, sorry für meinen Wortschatz. Ich meine, selbst falls wir nicht den Speed Lead bannen. Wir bannen aber sie und dann kann nichts zurückkommen. Falls wir eine Unit snipen, haben wir bereits eine Unit gesniped. In diesem Fall. Smicer snipen und einfach abwarten. Ashe ist sehr schnell. Wir hätten aber noch schneller gehen können, aber Crispy wollte. What the fuck? Was? Okay. Ja, tja, Bruder, ich meine, ich gehe jetzt mit Wrestling, ne? Aber egal, ich habe gewonnen. Also anscheinend haben die ja die Leute in Peiniger auch keine Ahnung, wie man spielt, ne? Der ist irgendwie von Silber 3 in Peiniger reingerutscht. Ah, jetzt hat... einmal. Jetzt schaust du zu, wie dich der Veromos so... Nö, der Veromos macht gar nichts, weil wir haben sie hier. Und da macht der Veromos überhaupt nichts, weil wir jetzt haben mal die Dame hier. What the fuck, wo ist der Oblivion? Mit Eleanor einfach wieder. Ja, nein, gib doch Sonja einen Zug und snipe den. Kann sie wieder resettet? Ist sie komplett geresettet? Ja. Oh. Wir haben die Motherfucker-Fuck-Party hier gefunden. Wieso hat die eigentlich nichts getroffen mit dem Max ACC? Das frage ich mich auch. Warte mal, hat sie wirklich Max ACC? 85, sie hat Max ACC. Hab keine Ahnung. War aber auch ein scheiß Artefakt. Ja, Crispy Content. Das war quasi weiß, oder? Oh, what the fuck, wie kann man alle Dings abgeschlossen haben? Stefan, wie hast du das gemacht? Stefan? Indem man nichts slackt. Ja. Er hat wohl fast jeden Angriff gemacht, oder? So, wir gehen von Peiniger 1 auf Peiniger 2. Okay, finde ich gut. Komm immer, Sonja. 1 auf Peiniger 2. Okay. Das ist beim Rollenfarm einfach so passiert. Ah. Wie viele Wings hast du bis... Oh, wir haben nichts, um zu contesten. Wieso Sonja und... Ja. Und den Carlos rein. Sonja Carlos. Was mache ich, falls er mir Sonja bannt? Dann muss er Carlos zuerst killen. Der Carlos hat null Speed. Das ist dir bewusst, oder? Ja, deswegen muss er den zuerst... Okay, das sieht schon scheiße aus. Jetzt ist es zu spät. Brudi, jetzt ist es zu spät. Zeig nochmal, dass der Vamp will. Zumindest Vamp. Nicht mal Vamp. Psst, du wolltest Carlos. Du hast so große Töne gespuckt. Ja, Carlos. Ich dachte, der ist Vamp will. Jetzt, da hast du den Carlos. Okay? Da hast du jetzt den ohne Auto. Komm, Werdeheil rein. Wozu ein Werdeheil? Warte mal, wir bannen den hier, oder? Wir bannen den Sager. Ich meine, dass er uns outspeedet, was macht er? Weil die Sonja ist tot. Willst du netten Julian bannen? Und was pick ich dann rein? Bann und Douglas. Ihr habt kein Douglas. Oh, Douglas. Okay, doch, Douglas. Julian bann. Boah, den Carlos ist mir auf jeden Fall um. Wow. Okay, ein 33er Speed Lead, aber ich weiß ja nicht. Du bist P2, Bruder. Hast dich auch irgendwie von Silber 3 auf P2 irgendwie durchgemogelt? Ah, fick. Die Sonja Carlos Tech.
Du musst eigentlich zu Carlos, sonst solo der. Sonst kannst du mit Carlos solo. Jetzt beruhigst dich mal, der Carlos kriegt kein HP Recovery, gar nichts. Oh, okay. Gut, dass er nicht wirklich speedtuned ist. Wenn umruhen, der ist kacke. Jetzt beruhigen wir uns, Crispy. Bitte triff sie nicht. Jetzt war der Vioproc. Der geht jetzt auf die Sonja. Ist okay, bitte miss. Wo ist der Glancing, Bruder? Wo? Der hat der Speedbuff. Ja, was juckt mich den sein Speedbuff? Auf sich selbst, oder? Ja, auf dich selbst. Jetzt komm, Full Team Stun. Komm, komm, Motherfucker, mach doch irgendwas. Okay, der hat sowieso nur ein S3. Wobei, der hat einen Glancing hier, Stun. Ja, perfekt, perfekt. Mach den S3. Wenn er jetzt killt, dann ist Carlos Action. Stun? Lecky, warum hängt das jetzt so? Das frage ich mich auch gerade. Weil da kam irgendwie eine Meldung. Achtung, Achtung, Sonja kommt jetzt dran. Hoch! Ich meine ja nur. Egal. Ja, ist ein. Ich meine, schlimm ist es nicht, oder? Und jetzt killen wir ihn, oder? Und jetzt machen wir den hier, oder? Ja, wir machen den. Ich meine, Oliver, falls du jetzt killst, falls du killen solltest, Oliver, dann hast du aber hier ein Problemchen. Und jetzt, patsch, ich gewonnen. Der Carlos, warte mal, sind wir jetzt auch P2? Ne, der war hier ganz kurz im P1. Der Carlos war's, der hat's rausgerissen. Der Carlos? Aber den musst du umruhen, der ist kacke. Der muss Vamp, Wille. Ja, Crispy, bitte, Crispy, bitte. Einmal, Crispy. Lass mich doch Spaß haben. Sergej, wunderschönen guten Abend, Bruder. Leck die Waffen hoch aus. Bitte, was hast du gesagt? Die Waffen in Oberhausen. War schön, hätte ich kommen müssen, Mann. Wir waren in Centro, wir waren dann dort beim Aquapark, war herrlich. Und wir waren bei so einem komischen Hotel, wir konnten leider nicht den... Na, wie heißt das? Da ist so ein Airbnb, nennt sich Lemon... Irgendwas, weiß ich, wie das hier. Aber war echt cool, also, ne, war gut. Wir waren, ja, Hotel war schön, war gut. Mit der Kleinen hat Spaß gemacht. Im Schwimmbad, die Kleine liebt es, hier im Wasser zu sein. Wir haben kein Esch hier. Oliver, ne, den 33er Lied. Es ist immer der Oliver. Und ich will auch diese dumme Broken Unit. Ich auch. Ich wollte immer mal Eroberer werden, mich aber nie mit RTA befasst. Marcel, wunderschönen guten Abend. Dann Marcel, du hattest schon vorgeschrieben. Ja, RTA, das interessiert auch niemanden. Okay. Warte mal. Ich meine ja nur, wäre das hier kein Douglas? Und den Bann hier drauf? Er hat keinen Speedlead. Sollte mir Douglas bannen, kill ich einen von, ich glaube, Charlotte und dann habe ich gewonnen. Attack oder Speed? Nee, ich nehme Speed. Speed, gehen wir mit dem Abusive Speeds Lead hier von. Das Einzige, was mich jetzt abfacken wird, ist die bescheuerte Dings da. Wer ist denn die? Die Juno. Das ist eine Juno. TSS. Entschuldigung, ich brauche mal eure Hilfe. Wie rune ich Helena gegen Clara, Savannah, Theo? Wenn ich ein Leo im Team habe, brauche ich die auch für Damage? Ja. Und 100 Res. Und 100 Crit Rate. 100 Crit Rate, sorry, 100 Res, ja, perfekt. 100 Res, bitte. Ich will gerade sagen, wofür denn Res?
spielst du mit Jeanne? Mit Jeanne oder mit wem? Ja. Ja, dann halt auch noch 59 Rest. Braucht die Helena Attack? Nicht wirklich, aber wäre natürlich von Vorteil, aber geh einfach nur auf HP. HP Damage, HP und dann 100 Crit Rate. Ich meine, können wir vielleicht die Juno irgendwie raus? Nee, die Juno, die behalten wir zum Schluss für den Dings, ne? Ja, machen wir so. Batsch, batsch, Hadouken. Ich resette die hier mal, weil die geht mir sonst auch. Oh, Oliver macht Oliver Sachen, habe ich gehört. Oh, wir haben aber die Abklingzeit erhöht. Darum geht's ja. Es geht ja nur darum, dass wir die Abklingzeit erhöht haben. Oliver macht Oliver Sachen, habe ich gehört. So, wir machen hier S2. Und ja, warum nicht? Ne? Ich meine, die Juno wird ja heilen, aber die Juno muss erstmal drankommen, ne? Um hier irgendwas zu machen. Der hat sowieso nur S1, deswegen passt's. Der geht auf den Oliver. Mit Wasser auf Oliver. So, wir machen den hier drauf. Alles gut. Alles noch im grünen Bereich von Black End. Ja, so. Wir machen den hier. Und dann. Die ist ja nicht. Alter, diese Juno, ne? Die geht richtig ab. Die geht echt ab. Die ist schlockerflockig unterwegs. Jetzt aber komm. Motherfucker, Oliver, mach irgendwas. Du bist ja nutzlos. Wie er nicht trifft, ist er 85 ATC? Bin ich mir nicht 100% sicher. Welche Artefakte gebe ich dir? Erhalten wir Schaden von Wasser? Nee. Sie hat ja durch die Passive, kriegt sie eigentlich 50% weniger Schaden von Wasser. Was steht also da noch drin? Hätte jetzt 30k HP. Clara Savannah Theo. Dann minus Schaden von Clara Savannah Theo. Von Feuer oder Schaden umso weniger die HP oder umso mehr hin und her, sowas. Ah, natürlich strippe ich genau dann. Oh, fick it. Marvin, ganz kurz, du lenkst mich ab. Bei deinem Spiel ist eh. Oder nicht. Eine Juno hat mich gekillt. Oh, komm schon, Marvin. Gebe ich dem ATC Slot 2, ne? Ja. Was wollten wir machen? Du wolltest Douglas entrohen. Das Carlos verbessern. Ich meine, der Douglas hier ist nicht schlecht, aber es fehlen halt heftig Attack. Das Kack gespielt. Ja, ich verstehe auch nicht, warum ich auf die Charlotte gegangen bin. Egal. Psst. 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 Warum sind da 6 Reste? Psst. Ich meine, wir könnten hier Crit Rate, Crit Damage oder... Wow. Okay, wir gehen für HP. Ja, Crispy, ganz kurz, den Douglas, den machen wir ein andermal. Auf Wille? Wenn Wille, du kannst auch HP gehen. Ich finde die hier jetzt nicht unbedingt. Die ist kacke, die ist blau. So, für die ungefähren Stats, ich finde es gut, wenn er Minimum. Das der ist gut. Schauen wir mal auf Wille mit Crit Rate hier. Die ist gut. Crispy, was du findest, das ist jetzt zweitrangig. Der kriegt genug Attack, der soll überleben, weil der gefällt. Deswegen baut man einen AP Crit Damage Attack oder. HP. Na, dann wäre das die perfekte Rune. Mal gucken, was haben wir denn hier mit HP. An sich. Hier Crit Rate eventuell rein. Ich finde die immer noch besser. Yep, dann haben wir's. Eine Wille mit Damage und Crit Rate, ne? Wir brauchen hier.
Spielen wir Claire? Oh. Nimm doch die zweite Rune, die war doch gar nicht so schlecht. Ich finde aber auch diese Rune hier richtig hübsch. Aber die ist doch Legendary gewollt. Zwei, ja. Okay, wow, wir brauchen aber jetzt hier eine echt heftige Vampir-Rune mit viel Crit-Rate. 20. Aber wir sind beinahe dran, ne? Es fehlen noch 8. Ja, das passt schon. Ja, 92. Ja, warte ganz kurz, hier holen wir unsere 8 raus. Ja, aber... Oh, bitte. Jawohl. Ich meine ja nur. Ja, 6. Ja, komm, 7. 7 geht. Das ist lila. Einer geht noch. Der eine geht noch rein. Einer geht noch. Ich habe keinen Bock, dass meine Frau hier irgendwie mit einem Uppercut die Tür einschlägt und mich dann auch noch kaputt macht. Deswegen lassen wir es mal so. Blackend, da wird jetzt nicht so viel schreien. Die Crit Rate. Ja, pst. Additional Damage zu Attack. Boah, das der ist ja wünschenswert, ne? Was haben wir denn an HP? Ich finde HP war es nicht schlecht, ne? 20.000. Wir haben hier 5.000 HP. Bitte? Wir haben schon noch 5.000 HP. Ja, jetzt beruhigst dich mal, Crispy. Jedes Mal seine herablassenden Aussagen hier. Die ist doch perfekt. Brauchen nicht weiter zu schauen, die war perfekt. Blau. Ja, blau. Was war die Legit? Geh mal eins rechts. Ja, die ist nix, was ist das? Minus Wasser, was ist das? Ja, und plus Feuer. Das kann nicht so verbaut. Ja, ja, hier, 12% Additional Damage. Die ja, nimm das. Ja, das ist kacke. Das ist doch geil. Damage auf Feuer und minus Wind, hier vielleicht was anderes rein. Ja, mach minus Wind raus. Ja. Eigentlich würde ich hier gerne Additional Damage zu was haben, zu nichts. Ja, zu Speed normalerweise. Welche Speed? Der hat doch null Speed. Nee, das war jetzt nix. Nee, wir kriegen hier was anderes rein. Schaden auf Licht, siehst du, das ist schon mal viel besser. Ich sag ja nur. Schaden auf Wind. An sich? Ja, komm, passt. Ja, sag ich doch. Dann will ich aber hier HP haben. Fertig. Erhöhung, alles ist drin. Plus perfekte Arti für ihn. Nee, alles ist drin. Perfekt. Der ist durch. Nein, was ist das? Crispy, der ist perfekt. Der wird gewonnen. Was hat denn der für eine Def? 200 Def? Der braucht keine Def. Der muss schnell drankommen. Ja, der kommt aber nicht schnell dran, wenn er tupft. Weil du... Ja... Smokes 33 Def zu wenig. 333. Was will ich denn? Mach mal die Attack-Rune raus. Gib ihm HP-Crit. Das stackt doch die Attack-Rune. Benutz mal Eleonoras S3 nicht immer auf sie. 33 Def zu wenig. Wer hat 33 Def zu wenig? Ganz kurz, Crispy, beruhig dich mal. Wer hat 33 Def zu wenig? Ja, der Carlos war gemeint. Warum? Warum hat er 33 Def zu wenig? Er braucht plus 25.000 HP. 100 Def Minimum, würde ich sagen. Wie viel Def? Plus 600 Def und plus 25.000. Crispy, in welcher Traumwelt lebst du? Der braucht keine Attack. Du gibst ihm vielleicht plus 1000 Attack. Der Stack der soll aushalten. 330 in SW. Ganz kurz. Würde eh so selten hier picken. Ich pick. Ich hab den jetzt in jedes Match. Ehrlich? Ja. Ich spiel grad Nana, Sonja, Carlos. 190, der wird nichts ausspeeden, ne? Aber wir haben hier. Ne, das ist eine Lichtjenfer. Wow.
Haben wir einen Triple Revenge wieder her oder so? Und Douglas, so. Die Neftis. Ja, leck mir am Arsch. Ja, sorry, eine Neftis ist immer der Bann. Ich dachte, das Solo macht er schon. Ich meine, es könnte ein Douglas Solo werden. Könnte. Wow, hätte Fahrradkette, nix auf Wille. Gar nix. Aber ganz kurz, wir haben den übertrieben heftigen Douglas gerade. Ja, ein Robo raus, dann hast du gewonnen. Nee, wir haben den übertrieben heftigen Douglas. Geht der jetzt mit S2 oder? Man geht mit S2. Tack, bam. Geht der jetzt ernsthaft? Okay, der geht mit S. Ist der auf Despair? Der ist auf Despair, perfekt. Du fokussierst. Wozu? Weil er S1 gemacht hat? Naja, wegen Attack Buff. Oh, stimmt, der bufft jetzt neuerdings auch noch Attack Buff. War schon immer so. Ja, war das nicht Speed? Nee. Oh, komm schon, Bruder. Die Tante ist gestunt. Wenn die einmal gestunt ist, die macht nix. Eier lecken. So, jetzt Douglas. Bam. Hadouken. Komm. Attack Break. Super. Hätte ich auch S2 hinterher machen können. Quatsch. Nichts passiert. Was geht nicht? Ist egal. Das heißt, du willst mir gerade sagen, Douglas kann nur S2 into S1, aber nicht S1 into S2. Crispy, welches Spiel spielst du, verdammte Scheiße? Mein Douglas macht das. So, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung, er hat S3 aber erwartet. Okay, er macht S2. Achtung, Achtung, Gegenangriff. Achtung, Achtung, der Videoproc. Und wieder Gegenangriff. Ja, komm, bam. Full HP. Was machst du jetzt, Bruder? Gegenangriff. Wo Gegenangriff? Bam. Ha. Do. Genau, das ist Shoryuken. Nein. Also, Lima kann das noch holen. Ja. Aber falls die Tante hier dabei ist, dann wird es schwer für ihn. Was für das? Sibala. Quatsch. Er darf ihn hier nie angreifen. Das heißt, ich muss eigentlich nur Sibala rausmachen. Mit S1 von der Tante hier mache ich Sibala raus. Guckt euch das mal an. Seht ihr das? Mit 788er jetzt. Dann sitzen wir aber auch noch übermorgen. Nee, das geht ja nur bis 70%. Quatsch. Gegenangriff. Ruhigenwort. Ah, nee, wenn sie Baller heilt, ja, seit neuerdings heilt er ja. Behinderte Unit, ernsthaft. Aber der darf nie Douglas angreifen. Das heißt, der kann nur hier drauf machen, jedes Mal Revenge sie. Das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel. So, jetzt hat er wieder S3. Weil der Douglas so langsam ist, dass er überhaupt noch dran. Douglas kommt jetzt dran. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Auto laufen! Nö, ansonsten greift er hier irgendwas anderes an. Das berückst dich mal. Ich will selbst. Was ist das für ein Oliver auf Attack? Da den Douglas hier nicht geglanzt hat. Das wird nur 50%, ne? Das ist kompletter Unsinn. Meine Gegner haben 100%, ich hab gar nichts. Wenn ich einen Douglas gegen einen Douglas spiele, der revenged alles. Der Revenge sogar mein Schan, wenn er S2 macht. Ja. mein Scheiß Douglas wurde heute von einem Bong weggehauen. Alter, der Fight wird noch lange dauern. Der wird noch sehr, sehr lange dauern. Oh, ganz kurz, ich fang mal an. Sorry, Stefan, ich mach dich ein bisschen unbeliebt, aber das ist Black and Style. Ich meine, er könnte bald Douglas rausnehmen. Falls er weiß, wie er es anzustellen hat, könnte er Douglas. Guck mal. Bam, Motherfucker! Nein! Okay, Douglas kann ihn jetzt raushauen. Douglas wird ihn jetzt raushauen. Bam! Hadouken! Ja, jetzt GG.
Ich meine ja nur. Jetzt gibt ihm erst nochmal eine gute Rune. Wen? Ja, dem mit dem Carlos. Mach den HP. Und ich attack. Das heißt, du willst die hier rausmachen? Die Slot 2. Nein, die passt. Ja, du brauchst ja gar keine Crit Rate. Na, dann ist die hier doch gut. Dann ist die hier doch in Ordnung. Ja, die ist super. Ja, die ist top. Und die Runen kannst du auch noch grinden und gemmen. Ja, die hier könnte ich noch grinden und gemmen. Smokes Arbe hatte gerade eben gesagt, er braucht Defense. Und so braucht er Defense, ey. Ich sag ja nur. Nimm doch den Ledgy. Oh, Crispy, komm schon, das ist. Nee. Hä, zweimal Max Attack und zweimal Speed? Immer. Auf einer Vamp-Rune. Immer dieser Verräter. Guck mal, was dann rauskommt. Das Verräter-Schinken. So, 12. Okay, passt. Ja, ist gut. Das ist schon ein bisschen low. Regen das mal, macht der Attack. Ja, haben wir hier keine. Nimm nur Ledgy. Crispy, ich hau hier kein Ledgy rein. So, zweimal Crit Rate, zweimal was mit Damage. Ja, nee, ich mach hier kein Ledgy rein, sorry. Die ist perfekt gerollt, was willst du mehr? 18, 18 und 18, hier fehlen 3 Rolls. Plus einer hier sind 4. Nee. Ich kann das nicht verantworten. Kokain for Brain. The Brain ist das dein zweiter Account. Vielen Dank dir für den Follow. Kokain for the Brain. HP Regen. Ist eine legendäre. An sich ist es keine schlechte. Das ist 24 und da steht es 12. Mach Ledge die HP rein. Es ist ein Elfer. Psst. Jetzt komm. Und dann, ja, und dann mache ich hier einen Ledge rein, ja, weil er einen Zehner gibt. Ich würde sogar hier einen. Ja, wenn man 3 davon hat, hau rein. Ich meine, ich glaube, ich würde hier schon einen. Ja. Selbst falls ihr 1 oder 2% rauskriegen, ist das schon besser. Und waren da nicht irgendwie 5 Ledgy Speedgrind? Nein. Doch in 12. Bayana, wer hat dich gefragt? Also bei der beim Slot 6er würde ich schon einen drauf. Ja. Ja, okay, ja, ja. Wegen einem einzigen Speed, Diggi. Okay, das war's. Bis zu 3, noch 3. Nein. Der sieht gut aus. Der hat sogar viel zu viel Speed. Nein, der ist gut, plus 100 ist gut. Aber Slot 1 ist nur so sehen. Ich finde die Slot 1 perfekt. Hä, die ist fast blau. Es gibt hier keine besseren, das ist das Problem. Ja, was ist mit der? Was ist mit der? Das ist eine gute, aber dann verlieren wir Crit Rate. Und zwar heftig. Ja, nee, lass mal. Da kannst du doch noch was channeln. Hier können wir hier noch was jammen? Nein. Perfekt, bleibt so wie der ist. Super. Den Douglas, den bearbeite ich morgen. Ich muss weitermachen hier. Es sind noch 20 Minuten. Wir sind bei 11.800 Punkte gestartet, ne?
Frage. Ist irgendjemand von Unknown hier im Chat gerade? Und D3333R oder auch der. Dankeschön für den Follow von vorher. Wenn es irgendjemand von Unknown im Chat ist, wie schaut das Siege aus? Cause I'm real. Bruder, ich hab dir gesagt, komm Discord rein heute Abend. Ihr seid aktuell Erster, glaube ich. Ja, wir sind aktuell Erster, aber schau dir mal die Dings an. Die Schwerter, die wir haben. Bist du Mensch oder was? Nee, ich bin gerade nicht auf meinem eigenen Account. Oh, guck mal, da kommt so was hier. Ja. Hast du schon den Text gemacht? Ja, und ich habe auch schon Los gemacht. Einen Los, ja. Und wie viele Wins? 4. Nee, sogar 5. Keine Motivation, gerade wird 3:99%. Ah, Dritter zu 99%. Oh, der Typ, der gambelt hier aber heftig. Was machen wir da raus? Den Veramos, oder? Oder den Oliver? Immer den Oliver. Oliver, ja. Kannst du 2 Units snipen mit Elena? Ja, dann würde ich sagen Oliver und dann... Den Veramos raus, dann. Ja, ne? Das heißt direkt der... Reset hier, zack. Ich könnte mich echt an diese Party gewöhnen. Um ehrlich zu sein. Nice. Ja, what the fuck, das habe ich noch nie gesehen, diesen Ankerzeichen. Ja, natürlich muss ich jetzt crit, ne? Ganz kurz, kann ich die Juno irgendwie killen? Ich glaube nicht, ne? Mit Add Damage von Ashe. Ja, dann vielleicht. Ganz kurz, wir müssen hier erstmal ein bisschen Rotation reinbringen. Aber da ist dann halt auch nicht 1000 Debuffs drauf machen, immer wieder. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich hier Rotation drauf machen kann. Let's kill. Hadouken! Ah, ich hab schon S3 verschwendet. Hadouken! Ah, da hat ein HP gefehlt. Ein HP. Ja, jetzt hast du es, glaube ich, verloren. Was soll ich machen? Oh, ganz kurz. Vielleicht hier angreifen. Und dann. Okay. Sie crittert. Wie viel Crit-Rate hatten die? Zu viel. Meiner Meinung nach. Stun. Alter, diese Juno drückt aber Damage rein. Oh, okay, komm. Ja, ist gut. Ich wurde wieder von der Juno gesolot. Oh, ficken. Was machst du denn immer Skill 2, ey? Ja. Ja, mit Skill 1 halt diese... Hä? Bau Eleanor mal ohne Crit Rate. Wie viel Crit Rate hat die denn eigentlich? 26. Crit Rate. Der hat keine Crit Rate, aber trotzdem crittet die. Ashe macht Juno. Los Pollos. Okay, also. Aber ich finde Ashe ja auch mit Kack. Weil mit Crit Rate wäre die schon längst draußen. Die Juno. Wie viel hat der Ashe hier? 33. Ja, wir haben keine Crit Rate Rune, haben wir vorher gesehen. Ja, der gute Black End Rune immer so halb. Halbherzig, ne? Ja. Hab ich auch schon mal gehört. Rüste der blaue Rune aus und denkt. Ja, ihr habt das schon mal gehört, dass der Black End, der gute Black End halbherzig ruht. Aber wir bannen hier, oder? Naja. Was will er denn mal mit der 96 Speed Rune? 98 Speed Unit.
Wo ist dein Account? Mein Account ist gerade nicht eingeloggt. Mein Account wird gerade dritter Platz in einem Siege, den wir eigentlich gewinnen hätten müssen, um ins Turnier zu kommen. Und mein Account wird dritter Platz, höchstwahrscheinlich. Blacky, euch hätte ein zweiter Platz gereicht. Uns hat ein zweiter Platz gereicht. Ist gut. Ist wirklich so? Ja, es hängt, ein zweiter Platz wäre nicht sicher. Aber gut, ich meine. Ihr kriegt plus 13 Punkte, wenn ihr zweiter werdet, ne? Wer geht denn von unten drüber? Keiner. Ja, mal gucken. Bruder, ich muss dir sagen, Sonja benutze ich eigentlich nicht so häufig. Das ist jetzt, ich habe sie bei mir auf dem Account geruht, aber du weißt schon, wie ich spiele. So, guck mal, wir machen den ja. Hat der Deathlead? Ah, er hat Deathlead, genau. Was ein Motherfucker, der Typ. Dann bringt hier der S2 überhaupt nichts. Guck mal, dann machen wir S3 direkt. Komm, gehen wir direkt aufs Äußerste. Die direkt Konfrontation. So. Oh, guck mal. Bam. Motherfucker. Bam. Motherfucker. Nix. Der hat nichts gemacht. Okay, strips dann. Perfekt. Ich weiß, wie Tomoe funktioniert. Bruder, ich schwör's dir, ich dachte, du schreibst es einfach nur, weil er das machen könnte. Ich wusste nicht, dass er es echt gemacht hat. So, guck mal her, was machen wir? Sonja bringt nichts, ich mache auf mich selbst. Ich meine, der hat alles. Quatsch, wir können jetzt CC cleaven. Achtung, CC cleave kommt rein. So, hier drauf. Und dann müssen wir die Dings. Perfekt. Und dann müssen wir die hier. Er hat's schon. Das heißt, wir spreaden 4. Wir klauen komplett die Angriffsbalken außer auf diese verdammte Drecksunit. So. Na, durch. Die Fenster runter kannst du wenigstens snipen. Ja. Wir snipen trotzdem. Bam. 48.000. Der hat Attack Buff. Und jetzt strips dann. Okay, muss strip. Ist okay. Patsch. Okay, sie ist schon geresettet. Ich meine, wir bearbeiten die hier. Ja, ist durch, der Kampf ist durch. Pipium! Kann man hier noch klauen? Bam. Oliver macht Oliver-Sachen, ne? 11.000! Und den Oliver haben wir nicht mal wirklich gut bearbeitet. Und wer muss hier im Kindergarten sein? Weil sich alle beschweren. Die Seed-Spieler. Achso. Heute und morgen wird wieder nur Kindergarten sein, weil sich alle beschweren, die es nicht ins Turnier schaffen. Und moinzen, Hopfi, ich werde einer davon sein. Kannst du also schon mal Popcorn besorgen und dich zurücklehnen, der Black End wird mal wieder für Show sorgen. Ne, Quatsch. Ich suche eine neue Gilde für kommende Season. War das mit anderen? Was soll mit anderen sein? Wir besuchen eine neue Gilde. Bayana, was willst du? Bayana, nimm den Blacking bitte. Ich hab neben mir sind so Sachen zu Ohren gekommen. Genau. Quark, ab und nicht gemacht. Schon wieder Juno. Ne? Jedes Mal, wenn die Juno kommt, wissen wir, okay, wir sind gefickt. Ja, das ist halt perfekt gegen Eleanor. Aber kein Problem, hier, jetzt machen wir den hier. Die Sonja. Immer die Sonja. Ich pick keine Sonja gegen den Juno rein. Ich bin am Überlegen. Können wir hier vielleicht auch einen Drachen spielen? Nee, einen Drachen nicht. Was können wir denn gegen die Juno picken? Außer wir bannen die Juno. Bann doch einfach die Juno. Ne? Ja, aber dann pickt er hier noch. Ja, aber mit einer Sonja kannst du einen Leo auch durchlassen. Er kann dich zwar pushbacken, aber dann kannst du ihn trotzdem. Nee, der pickt jetzt einen Veromus. Der geht komplett auf Counter. Die Juno juckt mich ja jetzt nicht. Das ist jetzt der Veromus, den er jetzt pickt, falls er schlau ist. Okay, perfekt.
Ich meine, ich weiß ja nicht, was sein Plan ist. Er macht den Blackhand. Claire oder hat die können. Nee, ich weiß echt nicht, was. Oh, er ist schnell. Er ist schnell, muss ich sagen. Er ist nicht langsam. Wo, Motherfucker, wo ist hier das dann? Sag dich doch, er macht den Blackhand. Einfach Lachsack mit Egg-Race-Checks. Alter, macht echt den Blackhand hier. Ich meine, wir machen den hier. Wir machen den hier. Okay. Er macht den Blackhand. Du hast verloren. Jetzt hältst du die Backen. Strips dann. Wo war man da, Kreudum? Ich hab nicht verloren, überhaupt nicht. Jetzt fängt der Kampf erst richtig an. Oh. Uff. Ich hab verloren. Ich sag's euch, der Kampf fängt jetzt erst richtig an. Mhm. Wisst ihr, ich find's echt immer echt heftig. Ihr kennt mich schon so lange und jedes Mal zweifelt ihr an mein Können. Jedes verdammte Mal. Das ist echt schrecklich, dass ihr jedes Mal... Hier die Bombe drauf. Und dann. Perfekt. Ich muss... Ja, okay. Ich muss leider healen. Okay. So, guck mal her. Weißt du, was wir machen? Wir stunnen sie erstmal alle mal. What the fuck? Wo Damage out? Sieht nicht gut aus. Sieht echt nicht gut aus. Aber wir versuchen hier immer noch... Wir versuchen hier immer noch das Beste rauszuholen. Stun mal diese Warum stunnt die nix? Weil der Flash schon Adresse ist. Oder ist die Qual. Wieso hast du nicht S3 auf Niki gemacht, dann werde ich vielleicht Vielleicht. Hätte Fahrradkette, der Typ hier hat sich gelachsackt. Er hat den Blackhand gemacht. Du denkst an Ventured Passive, habe ich leider nicht gemacht. Aleikum Salam, Bruder, alles gut. 10 Minuten. Das ist Tupac. Wisst ihr, wie häufig ich eigentlich eine Juno in die Fresse bekomme? Mittlerweile ist Juno der neue Counter gegen meine gesamte CC-Cleef. Perfekt, aber jetzt machen wir das anders. Aber wieso gehst du denn da jetzt so rein und... Weil wir das jetzt anders machen. Und Sonja? Jetzt beruhigst dich. Wir picken hier jetzt Sonja. Ansonsten pickt er noch einen Deathlead, einen Wing Panda und wir sind gefickt. Guck mal, der Leo. Hauptsache countern. Den Leo kannst du durchlassen. Den Leo lassen wir durch. Ja, aber der fickt dann mein Dings, mein Ash hier. Wobei, ich speed dann aus. Was machen wir, den hier oder sie hier? Ich finde ja die Sonja, die Dings persönlich gefährlicher, die Juno. Die Juno ist gefährlicher. Gehen wir mit Wrestlead? Nee, bringt gar nichts. Okay, wen snipen wir zuerst? Veramos und dann Leo. Leo. Leo zuerst? Ja, danach hat er kein Damage mehr, um deine Sonja. Wenn du Speedbuff hast und ein Ashe jede Runde heilen kannst. Der Lachsack. So, den Leo können wir direkt killen, sagst du. Naja, nicht ganz. Ich mach nix, ich mach gar nix. So, Leo ist tot. Er kann jetzt stunnen, ist okay. Shizuka und dann T2 Leo. Ja, Leo macht nix. Kein S2. Da passiert nix. So, was machen wir jetzt? Bruder, das war's. Weil jetzt outspeed ich dich des Grauens. Wir gehen mit S1. Der hat Glancing. Da wird nichts passieren. Stun.
Ich meine, es ist jetzt nur noch abwarten, bis ich wieder S2 und S3 von links habe. Ab wann sind wir denn... Dings 3, Dings 2. 1700 Punkte. Nee, weniger. Ich glaube 1650. Nee, Dino-Pasta. Früher. Ja? 1640 oder so. Oder sind das die Dino-Pasta? Hat man den nicht gerade eben schon? Spielt jeder diesen Scheiß jetzt hier oder was? Wenn jetzt eine Niki kommt, dann hat er eben schon. War das vielleicht der mit Niki? Der von vorhin, P2, hatte 1640. Okay. Crispy, was hältst du oder was haltet ihr alle von Sonja John Pung oder Sonja Oliver? Ja, klingt gut. Sonja Oliver oder John Pung? Und sogar eher den John Pung bevorzugt. Ich bevorzuge auch den John Pung. Na, wir könnten eventuell mit John Pung. Ich meine, kannst du wieder durchlassen. Ich meine, wir bannen hier, oder? Ja. Oder bann ich den hier? Nee. Nee, der fetchert. Ansonsten outturnt er mich. Ich gehe mal mit Attack Lead. Jetzt kannst du ein Rest Lead nehmen. Rest Lead? Wegen dem Strip und alles. Ich würde sogar mit Attack Lead reingehen. Naja, Minato und Annabelle haben so. Stell dir vor, die sind auf 100. 85 Accuracy gebaut, dann macht sie gar nichts mehr aus, ne? So, guck mal her, was ist, falls wir seine gesamte Party aus. Wir bringen. Aber ja, wir machen es trotzdem. The fuck? Das lief scheiße. Hat das einen Res-Act-Check? Achtung, 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 Achtung. Ich bin gefickt. Aber es ist noch nichts vorbei. Weil gleich kann ich dir das sonst so einstecken. Oh, natürlich der Vioproc. Ach komm, fick doch mein Leben. Bayana. Ist der Typ mir jetzt ernsthaft auf die Eier gehen? Boah, ich muss hier ernsthaft einen S1 drauf machen. Weil ansonsten ist... Ach, jetzt komm schon. Ach, Crispy, jetzt gehst du mir auch damit auf die Eier, oder was? Okay, Achtung, Achtung. Wir müssen jetzt hier den Stun landen. Wo ist der Stun, Bruder? Wo ist der Stun? Okay, ganz kurz, wir machen den hier. Jetzt Stun war aber. Okay, eine Unit haben wir gestunt. So, wir machen den hier. So, Achtung, Achtung. Wir können diesen Kampf hier noch gewinnen. Achtung, Achtung. Wir können diesen Kampf stunnen. Perfekt. Der Leo, der kriegt sowieso keine Züge mehr. Oder vielleicht schon. Ja, der kriegt schon noch einen Zug. Der hat null Speed. Ist egal. Achtung, Achtung. Hier drauf. Der hat 0 Speed, oder? Der Stun. Psst. Hier drauf. Stun. Wo ist der Stun? Ah, okay. Ich brauch den Vioproc. Ah, kein Vioproc. Achtung, Achtung. Alter, seine Annabelle hat echt, wow. Yo, what the fuck? Picken die alle denselben Scheiß, oder was? Ich hatte gegen den Typen nicht mal ein einziges Mal heute Abend gespielt. Jetzt Dino, passt euch! Naja, aber wenn du halt auch jedes Mal mit Tomoe Eleanor anfängst, dann ist es klar, dass jeder mit Juno Veromus kommt. Das ist doch Beste! Tomoe Eleanor! Wisst ihr, an wen mich Dino passt erinnert? An Dino Nuggets, wir wissen's. Ja, richtig! Jetzt erzähl mir mal, warte, erzähl mal. Warum wusste ich das nicht? Dieser Bayern, echt.
kommt er mir hier wieder mit dem genau demselben Scheiß, hä? Wenn du pickst denselben Noah. Scheiß, du verlierst wieder. Eleanor. Eleanor? Warum Eleanor? Ja, okay, für Double Snipe. Ja, aber dann pickt er mir eine Juno rein oder die Annabelle. Der pickt jetzt die Annabelle rein. Raus. Ja, Annabelle geht, denke ich, wirklich raus. Alles andere ist scheißegal. Annabelle geht raus. Annabelle! Na, 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 Annabelle! Was denkst du? Jetzt würde ich glaube sogar den Leo. Ja. Wobei die zwei hier, die rotieren echt heftig. Ja, aber was machen die? Nix. Ja, aber Rotation ist schon gefährlich. Wobei der Verde halt, der schluckt einen Unrecovery, der schluckt einen Glancing und einen Stun und dann schaut er nur zu. Stefan, Hut ab, du hast echt einen perversen Account. Weißt du was? Ich mach's anders. Machen wir so. Wo HP von diesem Verdeil? Wo sind die HPs von diesem Verdeil? Wo ist die HP? Wo ist die HP von diesem Verdeil? Guck mal, wie der Typ sich hier lackseckt. Das ist doch nicht zu glauben. Weißt du was? Ist mir egal. Ist der ein Triple Rest? Ein Triple Revenge-Würde, der nichts macht, oder? Hab keine Ahnung, ehrlich zu sein. Der wird auf jeden Fall gestunt. Der kriegt auf jeden Fall. Der hat später die Faxe dicke. So. Boah, Bruder, ernsthaft? Boah, ich will nicht. Ganz kurz. Ich mach. Kommt er eh vorher dran. Ja, ich mach den hier. Und dann mach ich den hier. Und dann, Crispy, jetzt darfst du sagen. Gelangt. Das war wahrscheinlich ein Bio-Wille. Ich hab keine Ahnung, was das für ein Verdeil war. Das ist auf jeden Fall Dreck. Ja, der war auf jeden Fall auf Bio. Auf Wille. Der war auf jeden Fall Dreck. Okay, wir machen den letzten und dann machen wir Feierabend. Bayana, ich find's gut, dass du hier für Special Sound Effects im Stream sorgst. Das finde ich echt gut. Schon wieder Dino Pasta. Okay, machen wir was anderes. Machen wir was anderes. Was macht denn der? Hat gut geklappt, ne? Ja. Okay, dann machen wir den hier. Und Eleanor. Eleanor und. Ja. Und der Typ pickt wieder das gleiche. Wollen wir mal den Moor austesten? Nee, die Sonja. Die Sonja. Wieder die Sonja. Jetzt pickt er wieder den Leo rein, okay. Ich meine aber, falls er den Leo reinpickt und keine Annabelle reinpickt, kann ich doch den Carlos diesmal reinpicken. Du kannst auch die Claire reinpicken. Du kannst auch einfach jetzt den Wetshot bannen. Was macht die Claire? Ganz kurz, wir bannen den Wedgert, okay. Und den Carlos rein. Und Carlos rein. Und falls mir die Dings gebannt wird? Und der Carlos wird dann gefickt? Dann... Nischt es. Nee, du wartest einfach ab, ist er keine Emo. Dann geh ich aber mit Resnit. Hat vorhin nichts gebracht, der hatte High-Arzt. Jetzt wird die Annabelle mich richtig hart Ops nehmen. Annabelle! Ja, aber du hast vergessen, du hast den Oliver. Die Annabelle wird. Stimmt, ihr habt den Oliver. Wie kann ich denn das vergessen, dass ich den Oliver habe? Wir machen Deathbreak auf den. Nö. Wieso Deathbreak auf den. Ich möchte, dass der Verdeil revenged. Warum?
hättest erste Runde einen Leo rausnehmen. Nein, nein, den nehmen wir nicht raus. So, jetzt. So, jetzt kommt der Verdal. Ist durch. Schnickst durch. Jetzt beruhigst dich, Peter. Und diese ungläubigen Menschen hier. Glaubt in Black End. Ist durch. Hätte ich ernsthaft den Deathbreak auf Leo machen müssen, um dann eventuell zu nuken? Ja. Das wäre der einzige Win? Du hast schon viele Dispersions geschluckt. Und dein Oliver macht nichts. Alter, diese Annabelle, ne, die prockt jede Ver... Die Annabelle, das ist der Must-Ban. Boah, der Typ, der Stunt wie ein Psychopath. Der Stunt echt heftig. Da ist durch. Komm, wir wollen noch einen Fight gegen Dino Nugget sehen. Auf geht's, Dino Nugget. Ich hoffe, ich. Twitch wird mich bannen. Mein Twitch funktioniert schon nicht. Twitch wird mich bannen, falls ich gewisse aus. Belze. Ja, Belze. Hero. Belze. So, Oliver, first pick. Und dann wird der Mond, der John Pung auch noch weggepickt, ja. Ja, das ist doch perfekt für Sonja und Ashia. Ja, ich gehe erstmal mit Ashia. Man muss ja nicht wissen, dass ich eine Sonja habe. So, dann gehe ich mit Sonja. Ich meine, wir brauchen einen zweiten Speedlead, ne? Der wahrscheinlich auch noch einen Strip hat, war nicht schlecht. Ja, der Morde ist mir schon weggenommen worden. Oder nimmst du den Zenizek? Zenizek, oh ja, der ist relativ gut dagegen, ne? Ja. Und jetzt geht der hier. Wow. Okay, was bannen wir hier? Ich banne ihn hier. Oder ich banne eigentlich den Junpong. Nicht die Ätna? Die Ätna wegen der höchsten, ja. Okay, das wird jetzt lustig. Res oder Defense? Res. Ja, ne, all in. Ich meine, es wird sogar lustig, da wir jetzt outspeeden, wird's lustig. Welches Mode verwenden wir denn da? Wahrscheinlich ins Licht. Das Popcorn-Essen. Ne, ich liebe diesen Popcorn-Essen. Ganz kurz, wo ist der? Ne, wir machen den hier. Und tschüss, John Pong. Tschüss. Platziert eine Bombe auf dem gegnerischen. Ach ja, jetzt. Was ist denn das? So. Ganz passiv bocken von Moor. Skill 1. Und jetzt mit Sonja den Oki Snipe. Oder meinst du, wir kriegen den Crit auf den Oki? Ja. Sonja ist okay. Okay. Die Kombo ist echt so dumm mit Elmoa. Einfach zwei Units und das Spiel ist vorbei. Komm, noch ein, weil es so schön war. Den allerletzten, da haben wir 15 Kämpfe gemacht. Ich krieg heute Abend Ohrfeigen von meiner Frau, aber die sind's wert. Quatsch, meine Frau schläft schon. Los Pollos, gegen den hatten wir heute Abend schon gespielt. Ja. Oh, ganz kurz, das war der hier mit Saga. Carlos reingepickt, oder? Hatten wir Carlos reingepickt. Ja, ich meine, wir picken ja jetzt erstmal die zwei hier rein, ne? Ich bin mal eben kurz weg. Ja, mach's gut, Bayern. Ich bin danach noch offline. Schönen Abend dir. Alles klar, schönen Abend noch. Ciao. Oh, warte mal, der hatte mir doch vorher den Deathlead gepickt. Ah, der Elendige.
Müssten wir eigentlich eine Masche auch noch holen? Eine Juno? Ah, oh, der Typ, der spielt echt ekelhaft. Ich meine, die Shizuka würde ich hier fühlen. Praha? Shizuka. Wir waren trotzdem hier. Ja, wir waren hier. Da muss er mit dem Speedlead gehen. Ich glaube, wir haben verloren. Er hat sogar die Vanessa rausgemacht. Ja, aber dann hätte er den Deathlead genommen. Dann hätte ich nichts snipen können. Nee, der hat doch immer noch einen Moor. Ja, der hat aber schon vorher den Deathlead genommen. Und ich kann vorher nichts mehr snipen. Ich meine, jetzt hat er ja keinen Deathlead mehr. Jetzt können wir ja sogar die Vanessa snipen. 84%ige Chance, dass wir kriegen. Ich sag ehrlich, warum nicht? Ich meine ja nur, danach hätten wir nochmal einen Versuch. Ja! Als ob. Ich meine ja nur, wenn es schon so gut geklappt hat, warum nicht noch ein zweites Mal? Klar. Oliver macht auch Oliver Sachen. Was sich Comtois wohl gedacht hat, als sie Sonja nochmal gebufft haben. Heftig. Ah, verstehe, ne? Ja, ich gehe mal mit dem Speed und alles Buff hier. Der hat hier sowieso nur ein S1er. So. Hat er schon sein S3? Da hat schon sein S3, aber egal, trotzdem machen wir den hier. Wir killen hier und dann können wir mit Speed Buff können wir den Karnal gleich killen. Und dann sollten wir eigentlich im blauen 2-Bereich sein. Dreimal Feuer gekrittet. Also. Nein, fuck, wir sind noch nicht im Blau-2-Bereich. Ist da auch noch so eine Tank-Unit einfach? Noch 5 bis 6 Punkte. Jacko, Bruder, wir haben dich bald eingeholt. Komm, einen noch. Nee. Geht ganz schnell, wenn du Sonja fährst. Na, Crispy, nee. Ich bin schon 15 Minuten zu spät. Ach, dreimal. Jetzt beruhigen wir uns. Ja, hier hat er den Scheiße gepickt. Ich habe das Problem, jedes Mal, wenn ich Speed contested werde, ich bin eigentlich gewöhnt, immer zu verlieren Speed Contest, weil ich keine Units habe. Aber hier haben wir jetzt mehr Units und Runen als auf meinem eigenen Account, deswegen ja, müssen wir eigentlich den Contest angehen. Auf jeden Fall, heute Abend haben wir bei 15:84 gestartet und wir sind bei 16:39. Das sind 60 Punkte. 55 Punkte gestiegen. 55 Punkte, ja perfekt, 55 Punkte gestiegen. Das war eine erfolgreiche RTA-Session. An alle, die ihren BK-Tournament nicht schaffen sollten, aus welchen Anlässen auch immer, weil ihr eventuell 2 vs 1 werdet oder was auch immer, tut's mir leid. Wir werden natürlich auch unseren Turniereingang nicht schaffen. Ich fand den Skin echt geil. Ich hätte den Skin echt gern haben wollen. Mir ging es wirklich nur um den Skin. Ich scheiß auf das Turnier. Mir ging es nur um den Skin. Und den kriege ich leider nicht. Und dabei waren wir die ganze Season echt verdammt gut. Ja, in diesem Sinne, Leute. Ich sage mal Dankeschön, dass ihr alle da wart. Es war mir mal wieder eine Ehre und sage Kokain for the brain. Dankeschön dir für den Follow und der. Danke auch dir für den Follow. The brain, haben wir irgendjemanden, den wir reiten können? Elotrix vielleicht. Sag schon mir den Namen.
Bescheid? Oder schreibst du mir den? Guck mal, da Brain. Das, ich liebe solche vorbereiteten Menschen. Du brauchst ja nur kopieren auch. Ja, du bist der Beste. So, wir reiten Elotrix. Ich hab keine Ahnung, wer Elotrix ist, aber wir reiten ihn. Okay. Ah, so ein Kindler online. Elotrix, ich muss das schreiben, ne? Einfügen ging hier irgendwie nicht. So, wir reiten Elotrix, kommt alle mit rüber. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, habt einen guten Start in die Woche. Ich küsse eure Augen und wir sehen uns am Donnerstag zu einem weiteren wunderschönen Abend RTA-Session. In diesem Sinne, ich bin raus, ciao, tschüss. Wo ist die Ente? War davor schon zu spät. War davor schon, okay, super. Könnt ihr Elotrix schreiben, dass ich Probleme mit meinem Twitch habe und ich komme da nicht rein und der Brain, du kannst dann... Nö, bin schon raus. Dankeschön auf deinen Nacken nehmen, weil... Danke dir. Nur Chat für Follower, also. Ah, super. Ja, Elotrix, sehr gut gemacht. Ja. Also, Flo, und wer ist das hier? Hier, wie heißen die? Dumb Legends sind ja gerade wieder am Suchen hier für neue Member, ne? Crispy, was ist die Idee für dich nächste Season? Willst du chillen oder willst du high spielen? Keine Gedanken gemacht, mache ich dann immer erst während Journey, je nachdem, wie wir halt abschließen. Ja, ich meine, diese Season werde ich ja nicht wirklich unbedingt top abschließen. Ich meine, ja, ich meine, falls ihr Journey kommt, werdet ihr sogar die Chance haben, Round 2 zu kommen. Wolltest du dich nicht lieber auslocken? Scheiße. Nee, aber um ehrlich zu sein, nicht. Ich bin ja auf dem Computer und am Donnerstag werde ich ja wieder spielen, weil ich spiele eigentlich nie von meinem Computer aus Summoners Moon, außer ich streame. Ich brauche aber ich mache noch keine Wings. Wir machen sie noch on stream, bis wir dann wirklich Rank gehen müssen, um P3 zu safen. Mal gucken, ob wir vielleicht sogar Guardian 1 drin haben, weiß ich nicht. Also von den Runen und Units her würde ich schon... Würde ich schon sagen, ja. G1 drin ist. Eventuell noch ein bisschen für die Additionals. Aber dann sollte G1 locker drin sein. Ja, wir müssen uns nur mal wieder hinsetzen. Ich meine, wir haben noch ein paar Wochen Zeit. Und die Streams sind relativ lang. Aber ja, Crispy, überlegst du, ob du hoch spielen willst? Das einzige Problem ist, wenn wir hoch spielen wollen, gibt es keine deutschen Gilden mehr. Ja. Das heißt, wir müssten international gehen. Und international, ja. Cardiac wäre die nächst gute Gilde, die ich mir vorstellen kann. Das ist aber French. Ja. Und dann heißt es... Auf keinen Fall Franzosen-Gilde. AFEU oder AF Legends. Ja, aber da, nee. Das ist mir zu tryhard. Da weiß ich nicht, ob ich Bock drauf habe. Ich will halt trotzdem noch Kriven und Luschen spielen. Und ja, du willst eigentlich Top 10 spielen, wo es eigentlich gechillt ist. Ja. Ich versteh's. Top 10, Top 20. Oder ansonsten gehen wir zu den Drachen Odins. Es war halt so wie vorletztes bei Cockbrand waren. Da sind wir auch direkt Runde 3 gekommen. Also Top 4 haben wir abgeschlossen, ne? Ja, das war ja richtig geil. Haben die ersten zwei Runden Tourney sogar übersprungen. Ja. Das war ja richtig geil. Ich meine, sowas hätte ich auch gern. Ich meine, Unknown war eigentlich dazu gedacht, um das zu machen. Hat sich auch sehr gut angestellt. Ich muss ja auch sagen, Crispy, ich hatte richtig Bock auf die Bakers. Also die Bakers waren echt easy immer. Relativ gut gestaltet. Ja, ich hatte ja auch immer Bock. Also ich habe locker 70% aller meiner Angriffe irgendwie gecleaved mit Luschen oder so. Okay, ja, ich leider nicht. Ja, muss man sehen, muss man schauen. Crispy, lass uns mal zusammen hinsetzen, dass wir zusammen in der Gilde sind und nicht, dass du mich abfuckst und wieder irgendwie alleine gehst. Jo. Aber diese Stille heißt, ich fick dich, ich steck dir einen weiteren Messer in den Rücken. Mach dir keine Sorgen, Blackhands. Braucht man nicht zu erwähnen. Ja, wir haben noch ein paar Tage Zeit. Ob es halt irgendwie jetzt doch noch reicht.
War schon irgendwie hart enttäuschend, wenn man so das erste Mal nicht in Journey kommt. Na, ihr habt jetzt hinten noch gekartet. Meinst du Don Legends? Nee, ich. Black haben gekartet noch hinten. Die Kardec. Gegen was spielen sie? Gegen Kardec Unique, Haben wir oder? Cardiac Unity? Ja, wie schaut es denn bei euch aus? Habt ihr irgendwie noch Ich weiß es Chancen? nicht. Kannst du teilen, Stefan? Ich habe mich abgemeldet. Ah, Ich habe okay. gedacht, du wolltest selber noch mal reinschauen. Nee, ich mach's gleich auf dem Handy, aber ich gehe jetzt erstmal runter zu meiner Frau. Ich schicke dir einen Screenshot, Crispy. Ich bin auf jeden Fall bis Mitternacht online, weil ich muss. Also ich habe gerade bei uns geschaut, wir haben 11.000 Punkte und Partikus 10.000 Punkte und wir haben ungefähr dieselbe Map und Angriffe, also Das sollte Ding ist schon Platz durch. 1. Das Ding ist durch für euch. Also ich denke schon, dass es Platz 1 wird, aber ich weiß halt nicht, ob es reicht. Könnte halt gut sein, dass wir Platz 21 werden. Ja, das wäre echt bitter. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wir werden Platz 19. Glaube diesen Worten. In diesem Sinne, Jungs, danke schön, dass ihr da wart. Ich bin raus. Bis Jo, Donnerstag. bis Donnerstag. Ciao, Bis ciao. Donnerstag. Schönen Abend noch. Ciao. Ebenso. Jo, Ciao, ciao. Ingo.